Kannst du riechen, was der Rock hier kocht? Bier! Talk 357, das Survivor Series Tippspiel steht an. Wir sind alle ganz furchtbar heiß drauf. Diese Toten Sonntagstradition wird jetzt natürlich sofort getippt. Hurra! Ich begrüße die Leute jetzt so, wie sie bei mir im Skype stehen. Hallo ML. Hallo JFK. Hallo Mooniverse. Na? Suse, dein erstes Tippspiel. Du steigst ein in die Tipprunde. Freust du Richtig. Dich? Richtig. Mein Tippspieldebüt. Ja. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Freuen, ja, jein, das werden wir gleich sehen, so während des Tippspiels, vielleicht am Ende, kann ich das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, ob es denn jetzt so lustig war. Ja, ich weiß auch noch überhaupt nicht, was ich tippen soll irgendwie. Genau, das ist es nämlich. Ich werde das spontan aus dem Bauch heraus irgendwie machen. Ja, und ein seltener Gast auf jeden Fall im WWE-Part, wer dachte sich beim Classic, bei einem der Big Vor, wie es ja jetzt ist, muss er dabei sein. Hallo Avo! Servus ML, servus JFK. Liebe Hörer, ich möchte direkt mal vorwarnen, es könnte sein, dass ich bei diesem ganz, ganz tollen Produkt, was die WWE gerade bietet, in, sagen wir mal, alte Muster zurückfalle, die nicht so die schönsten sind. Aha. Wirst du fluchen? Also bei dem Mist, den die WWE da gerade verzapft, da kann man teilweise nur fluchen. Also ich finde alles grade, ganz toll. Ja, wo du gerade sagst, aus dem Bauch heraus, also aus dem Bauch heraus 5 Minuten mal, ja, was können wir denn so auf der Survivor Series Card bucken? Ich glaube, so wird diese Card zusammengestellt. Ich glaube, ein bisschen mehr Zeit hat man sich da schon genommen. 10 Minuten vielleicht. Aber gut, jedenfalls stets motiviert, stets guter Dinge und immer ein Herz für die WWE, kann man sagen. Hat Isco, hallo. Isk-Mode. Ja. Was auch das, was das so reißen mag. Ja, dasselbe wie Bree-Mode wäre jetzt nicht so gut. Verkleidet sich Isco dann auch als AJ oder was? Ja. Vielleicht. Ja. Gut. Ich würde sagen, bevor wir loslegen, wir haben noch was aufzulösen, und zwar die Nightmare Card. Da würde ich jetzt den Avo bitten, weil er das gerade, glaube ich, aufgeschlagen hat, nochmal zu aktualisieren und zu gucken, wer sich da denn jetzt durchgesetzt hat und wer die beste bzw. schlechteste Card vorgestellt hat und die dann auch demnächst komplettieren darf, sozusagen. Jawohl, so. Au, ich habe gerade refreshed. Auf dem 4. Platz mit 3 Stimmen. Die Card von Feller und Espada. Oh. Auf dem 2. Platz mit 3-mal so viel Stimmen, also mit ganzen 9 Stimmen, also oben wird's ziemlich eng, mit 9 Stimmen, die Praktikanten-Card von ML und King. Jawohl. Aha. Das ist nicht letzter. Auf dem 2. Platz, ja, die Solo-Card von JFK Amak Orton. Oder Armageddon. Armageddon, ja. Wie ja, viele Stimmen habe ich? 10. 10, ja, okay, dann immerhin zweistellig. Gut, bin ich zufrieden. Und gewonnen mit nur einer Stimme mehr.
mit 11 Stimmen hat gewonnen von Team Veteran Returns, also Isco und mir, Moontalk Wrestling Entertainment Presents. Wer? So, das riecht ja schon mal nach kompletter Delivery. Also wenn der Pay-Per-View auch so spannend vonstatten geht, dann gute Nacht. Aber ich glaube, schlimmer als die Suse wird es nicht. Oh. Schlimmer als die Suse wird es nicht. Ach so. Ja. Ja, werden sich Isco und ich mal die Tage zusammensetzen und in irgendeiner der nächsten Ausgaben gibt's dann wer. Ich freue mich aber drauf. Vor allem auf die Musikeinlagen. Pay-Per-View-Theme. Oh, stimmt, ja. Die habt ihr uns versprochen. Ja, Oscar, er wird rappen. Oscar und Great Khali, das kann man ja auch zusammen dann irgendwie mischen. Ja, wo du gerade Khali sprichst, dessen Vertrag ist ja ausgelaufen und der ist nicht mehr da jetzt. Ich spreche Khali? Nee. Ansprichst, ja. Ah. Happy birthday to you. Ja. Das bleibt einem dann noch in Erinnerung, ne? Wie lange war er jetzt da? 9 Jahre oder wie lange war er jetzt bei der Company? 2,6, ne? 8 Jahre, ne? Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sein, es hat mich gefreut, als ich die Nachricht gelesen habe. Er ist ja auch nicht entlassen worden oder so, Vertrag ist ausgelaufen und jetzt ist er halt nicht mehr da und es hat mich persönlich gefreut. Ja, also es gibt schlimmere Wege, wie man Geld einsparen kann bei der WWE. Definitiv. Da regt mich Justin Roberts um einiges mehr auf, aber das Thema hatten wir auch schon zu wenig. Was denn mit Brad Maddox? Ja, der ist wohl auch weg. Ja, super WWE. Ist ganz toll, was sie momentan so fabrizieren. Obwohl es Leute gibt, die glauben, dass das tatsächlich noch ein Work ist. Ja, weil das ist auch total wichtig, der Charakter. Dass man, jeder weiß jetzt, dass er in den Alumni steht. Weil jeder jeden Tag auf die WWE-Homepage geht und guckt, ob Brad Maddox noch im Roster ist. Ja, ich finde es dann eher lustig, dass so Gestalten wie Otunga, der irgendwie einmal im Jahr in der Battle Royale ist oder so, dass der noch im Roster steht. Otunga ist sogar im Signature-Clip. Das ist viel bescheuerter noch. Ja, Otunga ist ja auch, glaube ich, der Real-Anwalt der WWE momentan, oder? Der würde auch perfekt zu New Day passen als Wegbereiter. Nee. Doch. Nee. New Day ist so perfekt, das wird das geilste Stable aller Zeiten. Ja. Also ja. Ich bin der festen Meinung jetzt schon, das wird einfach mal das neue 3MB. Nee. Was ist denn, wenn R-Truth nächste Woche noch erscheint in einem Promoclip? Ja, super, dann wird's noch besser. Ja, wenn er auch. R-Truth wäre so geil da drin. Dem können wir erstmal gratulieren, weil der ist wieder mal Vater geworden, deswegen ist der anscheinend auch in letzter Zeit nicht zu sehen. Aha, er war doch zu sehen. Ja, selten. Also wann war der, ne? Der ist dann letzten Monate. Ich glaube, das Letzte, woran ich mich wirklich aktiv von ihm erinnere, jetzt ohne groß nachzudenken, ist, dass er von Rusev gesquasht wurde mit Xavier Woods zusammen. Ja, aber neulich war er noch irgendwo. Er war doch der Segler-Ersatz da. Ach ja. Segler oder wie hieß er das genannt? Ja, aber seitdem. Ja, gute Frage. So 2 Monate her. Ne? Ja, aber es ist mal ganz blöd gefragt. Wir haben ja nachher das Tag-Title-Match. Ist das jetzt der dritte Pay-Per-View in Folge, wo Ziggler ein Titelmatch um einen anderen Gürtel hat? Nein, der Miss. Miss meine ich. Ja. Das ist auch schon irgendwo lustig. Sehr. Bei TLC dann um World-Title. Oder mit einem Dieben-Gürtel. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, es startet die neue Tipprunde und zwar erstmals dabei, wie schon gesagt, ML und King und Dorn wird ein Päuschen einlegen. Mal sehen, wann er uns wieder begeistert mit einem Quiz oder sonst irgendwas. Mal sehen, was er so an Ideen hat. Jedenfalls bis dahin ist er auch aus den Tipprunden erstmal raus, aber wird bestimmt krachend zurückkehren. Und ja, in der letzten Tipprunde, die Hörer haben es mitbekommen, ich wurde bestraft. Ich darf meine Redezeit bzw. die Segmente aus allen Ausgaben bis zur 350 oder so. Aussage von Feller war, so lange, bis du damit fertig bist. Ach so, ja gut, dann muss ich es ja nur aktuell halten. Das geht ja dann noch einigermaßen. Ja.
ja, zusammen addieren und dann, ja, die Zeit präsentieren. Ich weiß ja nicht, was ihm das bringt, aber bitteschön, das ist, er hat die Tipprunde gewonnen. Ist 3 Punkte übers Ziel hinausgeschossen, nimmt diese Punkte auch mit in die heute startende Runde. Und ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal an jetzt mit der Survivor Series 2014. Und das Einzige, was sich in dieser Tipprunde ändern wird, dass 2 Leute mehr am Ende vor JFK stehen. Okay, einer mehr, stimmt, ist ja, einer ist raus, 2 rein, einer mehr vor dir steht. Ja, genau, das ist so wie in der nächsten Station steigen so und so viele aus und so viele ein, wie heißt der Busfahrer? Ne? Genau. So. Prima, fangen wir an mit dem Kickoff. Was ganz Wunderbares, was besonders den Feller freuen wird. Bad News Barra wird zurückkehren. Als was auch immer, er soll wohl noch nicht in den Ring steigen, aber... Ja, 4 bis 6 Wochen noch nicht, er soll 4 bis 6 Wochen lang Bad News verteilen. Also wird er wahrscheinlich wieder mit Hämmerchen und seinem komischen Aufzug da. Wunderbar. Bin ich sehr für. Freue mich drauf. Ja, wird Zeit, dass er wiederkommt. War auf jeden Fall mal so ein IC-Champion in dem ganzen tristen Midcard-Gürtel-Dasein, wo man sich gern zurück dran erinnert. War auch schade, dass er wegen der Verletzung den Gürtel abgeben musste. Mal sehen. Er hat ja damals auch gesagt, er will da weitermachen direkt und will den aktierenden Intercontinental Champion herausfordern. Das wird lustig. Ja, wie sich das dann irgendwie ergibt. Aber mal gucken, wie er dann, du hast ja gerade selber gesagt, 4 bis 6 Wochen wird es noch dauern, bis er dann auch wieder aktiv in den Ring zurückkommt und so. Mal sehen, wie sich da bis dahin das Titelbild auch ergibt und so. Aber warum nicht, ne? Gut, dass er wieder da ist, ein Worker mehr, der zurück ist. Ja. Und dann gibt's ja noch einen, der zurückkommt zum Kickoff. Richtig. Fandango jetzt mit Rosa Mendes an seiner Seite als Tanzbegleitung, wie auch immer soll. Ist er jetzt ein Latino-Lover? Vielleicht. Ach du Scheiße. Er wird auf jeden Fall auch ein Match bestreiten. Wir wissen nicht gegen wen, aber wir können ja mal das gleich in die Tipps mit einbauen, denn wir haben nicht allzu viel auf der regulären Card. Also wenn ihr möchtet, gebt mal euren Tipp ab, gegen wen Fandango antritt. Ja, die Frage ist, welche Gesinnung hat denn der jetzt? Vielleicht weder noch. Vielleicht will man erstmal sehen, was passiert. So ein paar Reaktionen. Gut, er wird sicher einige Pops bekommen, denke ich mal, weil man die lange nicht gesehen hat und das Team nach wie vor noch ein kleines bisschen over ist vielleicht. Rosa ist natürlich absolut gar nichts. Das ist Wüstengras. Aber ja, die ist nicht mal im komischen Frauenmatch später. Stimmt. Ja, dafür ist Summer Rae drin und auch Layla. Ja, toll. Ja, bis auf Brie und Rosa hat irgendwie jeder ein Match. Wahrscheinlich musste jetzt Fandango sich deshalb eine neue suchen, die alle im Elimination-Match sind. Naja, gut. Ja, das ist dann natürlich die Frage, wie er zurückkehrt als Face oder Heel. Aber da hat man ja so mehrere potenzielle Kandidaten so in der Undercard, wo das nicht so ganz eindeutig ist. Ich denke da jetzt an Bo Dallas. Der ist verletzt. Dann anbieten ja dann vielleicht auch Adam Rose. Bei dem ist das momentan auch noch also, so ein bisschen schwankend. Ich möchte mal fair sein und direkt von vornherein sagen, es werden wahrscheinlich nicht Zack Ryder oder Bo Dallas sein, weil die beide verletzt sind. Ja, ja. Ja, vielleicht wird die Geschichte mit dem Bunny da einfach weitergehen. Ja, denke ich auch. Verbindet man das mit Fandango. Also ich muss es nicht extra als Match beim Pay-Per-View haben. Das wäre dann schon echt, bei der Survivor Series wäre das schon echt sehr dürftig. Ja, ich denke auch, dass es Adam Rose ist. Und entsprechend müsste dann ja eigentlich auch Fandango gewinnen, damit das Sinn macht, damit die Story vorangetrieben werden kann. Und das Match gab's ja auch schon mal. Wie wär's denn, wenn es das Bunny selbst ist? Wäre auch eine Möglichkeit. Dass das Bunny dann gewinnt, aber das wäre bei einer Rückkehr von Fandango ein bisschen blöd. Ja, aber ist das Bunny irgendwie so, keine Ahnung, mit der Shooting Rabbit Press oder was immer das Viech für den Finisher hat? Kurz vorm Sieg und dann zieht Adam Rose ihm die Beine vom Apron oder so. Weil er nicht will, dass das Bunny gewinnt. Das ist ja sowieso jetzt nicht ganz
durchschaubar, wie da jetzt das Verhältnis zwischen den beiden ist. Erst haben sie sich immer gefetzt und dann hat Adam Rose ihn ja in den Bauch getreten und hat daraufhin verloren und so weiter. Und ja, jetzt hat das Bunny eindeutige Gesten gemacht auf der Rampe und Adam It's Rose... It's nature, hat JBL gesagt. Ja. It's just nature. Ja, wie die Kapitel. Ja. Hat ihn von hinten genommen, super Idee. Ja, und dann, weiß ich nicht, vielleicht war das ein Friedensangebot vom Bunny für Adam Rose, den das Ganze sehr gefreut hat. Was ist denn da bitteschön los? Ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es beim Main Event ein Interspecies-Match. Mhm. Natalia und Tyson Kidd gegen das Bunny und Adam Rose. Also, ja, in Zeiten von Gender-Debatten und sonst was, ist jetzt hier eine Frau eine eigene Spezies oder was? Nein, aber ein Bunny. Ein Kaninchen, ja. Ja. Haben sie denn gewonnen, Tyson und Natalia? Ja, per Sharpshooter von Tyson. Also dieser Tyson Kidd, also der ist definitiv nicht der Gegner von Fandango, weil der würde ja auf jeden Fall gewinnen. Also ja, ich denke schon, dass Fandango auch mit dem Sieg zurückkehrt. Vielleicht hat der Tyson Kidd noch so ein Random-Match beim Pay-Per-View oder so. Ja, dieses, ich habe mir das Smackdown-Match auch angeguckt, das war wirklich sehr gut. Dieses Triple Threat-Match, Dolph Ziggler, Tyson Kidd und Cesaro. Also das wurde ja auch wirklich über den grünen Klee gelobt und so, also es war wirklich sehenswert, konnte man sich gut angucken. Auch wenn man natürlich den Sieger vorher schon kannte und so, aber... Was haben wir denn so an Jobbern? Wir haben Heath Slater, wir haben Justin Gabriel... Cesaro musste dann leider auch mit. Cesaro, ja, wenn der nicht komischerweise doch ein 6-on-6 wird, was JFK irgendwie zu vermuten scheint. Wir haben Adam Rose, wir haben Titus. Der ist ja auch noch da. Ich sag jetzt, ich lege mich mal fest und sag Adam Rose, ganz einfach, weil der im Moment in den Stories drin ist, weil der noch irgendwie einen Spot gebrauchen kann. Ja, wenn es das Bunny selber ist, habe ich eben Pech gehabt. Und ich tippe hier aber trotzdem auf Fandango. Ja, ich schließe mich dem besten Tippspieler von Island an. Ja, dem einzigen. Ja, das ist ja schon mal ein super Start, ins Tippspiel, erstmal mit JFK konform. Ja. Nein, aber ich glaube auch, dass es Adam Rose sein wird, nicht das Bunny, weil das passt jetzt einfach so zu den letzten Raw-Wochen. Das Bunny wird ihn dann wahrscheinlich auch wieder den Sieg kosten. Und Random Johnny Curtis wird auf jeden Fall mit einem Sieg zurückkommen. Und das andere ist ja Blödsinn. Ach. Ich tippe auf Heath Slater und Fandango gewinnt. Okay. Tja. Also ich sehe auf jeden Fall schon mal, dass Fandango gewinnt. Das ist ja nicht schwierig. Riskiere ich mal was? Ach komm, ich nehme das Bunny. Meint ihr denn, dass irgendwas anderes, außer dass Rosa dabei ist, anders sein wird? Weil das heißt ja irgendwie same Fandango, new flavor. Tanzt er sich jetzt vielleicht aus den Moves raus endlich? Der ist jetzt Latino-Lapper. Vor allem aus den Moves von Bunny oder Adam Rose. Ich, also, ja, okay. Das ist dann wieder ein übelster Styles-Clash vielleicht. Also, na, mal sehen. Wird sicher sehr lustig. Gut. Ja, Diven-Action. Alicia Fox, Emma, Naomi und Natalia gegen Cameron, Layla, Paige und Summer Rae in einem Divas Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match. Wer? Alicia Fox, Emma, Naomi. Ja, Keine Ahnung, Team Paige. Team Paige. Ja. Okay. Tippen wir hier, wer wen pinnt oder nee, wer übrig bleibt oder was? Survivor? Die Survivor-Kombi. Wer ist im Team Paige? In Team Paige sind Paige, Summer Rae, Layla und Cameron. Boah, das ist so scheißegal. Paige, Soul Survivor. So ein Drecksmatch. Ja, diese Scheißliga. Ich hasse die WWE. Da ist keine Logik in dem. Da ist keine Logik in dem Scheißmatch. Da sind Heels und Faces gemischt. Da ist Total Divas und normaler Cast gemischt. Das ist ja, was denn? Ja, Moment, aber Alicia Fox gegen Paige passt.
Ja, Emma gegen Cameron ist natürlich total toll. Wo passt denn Alicia Fox gegen Paige? Paige besiegt hier Alicia Fox letzten Wochen clean in einer Minute. Ja, das Ding ist gegessen. Dann revanchiert sie sich jetzt nochmal. Ah, genau. Ja, Naomi gegen Cameron hier, Natalia gegen... Auch schon seit einem halben Jahr, da passiert auch nichts. Natalia und Summer Rae gab es ja auch mal irgendwann. Ja, genau, das ist auch schon ein Jahr her oder so. So, bleiben noch Emma und Layla, die beiden Tag-Team-Partnerinnen von AJ. Ja, passt doch. Mhm. Yeah. So. Gut, okay, du sagst Paige, Soul Survivor. Haben die anderen schon Ideen? Da würde ich mich, glaube ich, sogar direkt anschließen, weil wenn ich es jetzt ganz rational wirklich nach Wichtigkeit, auch wenn ich das Wort echt nicht gerne jetzt hier in dem Zusammenhang mit dem Match benutze, beurteile, ist Paige vielleicht die mit der noch in etwa größten Relevanz und deswegen wird sie das Soul Survivor sein, glaube ich. Sehe ich irgendwie anders? Ich setze auf jeden Fall auf das komische andere Krüppelteam da, mit Natalia und so weiter. Weil ich sehe nachher einen Titelwechsel bei den anderen. Und hier war gewinnt da übrig. Also Emma ist Kanonenfutter, Naomi sowieso. Ach komm. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ja, Diven-Push sieht er da. Also, na, erzähl mal. Ja, also, ich denke, es gibt einen Titelwechsel nachher. Also, glaube ich nicht, dass Paige da ein Titelmatch kriegt. Das ist doch kein Number-One-Contender-Match. Nee, aber AJ trotzdem... hat doch eh ein Rematch noch dann, wenn sie einen Titel verlieren sollte. Ja, wenn sie denn noch da ist. Und dann gibt es noch jemanden, der auf jeden Fall dann... Ja, und dann kann wiederum Heel eingreifen gegen AJ. Also, ist eigentlich völlig egal. Also, es gibt also es gibt scheißegal, weil Bella gibt es ja auch noch im Prinzip. Genau, deswegen, das meinte ich nämlich mit noch jemand. Es gibt ja dieses Gerücht, dass AJ nach der Series weg ist. Ja. Ja, aber es gibt auch das Gerücht, dass er bis TLC noch für Veranstaltungen da ist und danach nicht mehr in den Kalendern auftaucht. Man darf nicht vergessen, dass Nikki Bella eigentlich noch in der Fehde mit Bree ist. Also dass die Matches kann man völlig unabhängig voneinander sehen, aber alles okay. Tja, Abo, du hast noch hier Alicia Fox und Natalia, wenn du nach halbwegs Relevanz gehst. Ja. Weil, ja, Natalia hat eigentlich auch nichts mit den Diven zu tun im Moment. Die ist ja mehr mit Tyson Kidd. Ja, man scheint ja irgendwie aus irgendeinem dämlichen Grund Alicia Fox pushen zu wollen. Warum auch immer. Mit einer Minute Niederlagen gegen Paige. Tja. Was tippt denn JFK? Ich stelle es jetzt mal zurück. Boah. So. Also erstmal hier so die Spreu vom Weizen trennen. Cameron ist furchtbar. Genauso wie... Na gut, Alicia Fox ist eigentlich... Ah. Ist sie jetzt relevant oder nicht? Emma ist irrelevant. Natalia sehe ich hier auch nicht weiter oben. Ich sehe eher so, es sich auf Naomi und Alicia Fox gegen meinetwegen Summer Rae und Paige. Also Layla steckt wahrscheinlich auch irgendwie zurück. Ich sag Paige und Summer Rae. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt echt so ein komplett Bauchentscheidung. So. Ja. Das ist echt scheiße. So, Aro, wer macht jetzt? Ich könnte echt mal überlegen, ob ich diese Tipprunde mal so ein bisschen Kamikaze gehe, damit es mal ein bisschen spannender wird. Du darfst übrigens auch nochmal so für alle, man darf theoretisch ein Team tippen, aber eine Siegerkombi aus dem anderen, wenn man da irgendeinen Sinn hinter sieht. Also es muss sich nicht decken, natürlich.
Das macht aber irgendwie hin und vorne. Ja, gut, aber wenn du jetzt so doppelte Chance haben willst, keine Ahnung. Gehst du denn jetzt Risiko? Ich glaube, letzte Tipprunde hast du auch schon so ein paar Risikotipps mal rausgehauen, ne? Ja, gegen Ende, wo es ob so ja. passieren kann. Genau. Ja, so wie Isco ja vorhin gesagt hat, macht ja eigentlich schon Sinn, dass das eigentlich gar keine Verbindung zum anderen hat. Bleibe ich jetzt bei dem komischen Gurkentruppe da drüben oder switch ich rüber? Ich schreibe dir gleich Emma als Soul Survivor auf. Ja, ist in Ordnung. Oder das komplette Team. Ja, ist klar. Ja. Ich habe da letztens heute eine Ausgabe gehört, da hat JFK bei Lockdown diesen Jahres für Fälle aufschreiben wollen, dass Jesse Goddard Jeff Hardy pinnt. Ja. Also. Ja, warum nicht? Das ist eine super Idee. Vom Standing her, das ist super. Ich habe mit dem Bunny schon einen Außenseiter-Tipp gemacht. Dann ändere ich das mit Page Soul Survivor. Ich ärgere mich am Ende, aber egal. Gut, das heißt, wir haben alle denselben Team-Tipp schon mal. Ja, und du lässt Summer Rae am Leben. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht werden dann Paige und Summer Rae die neuen besten Freundinnen. Ja. Ja. Ja, dann kriegt Paige auch mal ein bisschen Sonne ab hier. So, einen Sommerstrahl. So. Übrigens war Paige bei Titch. Wollte ich hier noch pluggen. Was für ein Teil? Ja, ist gut. Talk is Jericho. Dann sagt er doch auch. Ja, habe ich doch. Ich wollte es nicht so in die Länge ziehen, künstlich. Titch ist schon griffig. Das ja. macht schon was her. Ja. Mit so einem Comic-Geräusch oder so. Ja. Ne? Titch. Schön. Ja, Comic ist ein gutes Stichwort. Wir kommen zum Tag-Team-Title Fatal 4-Way Match. Warum ist das eigentlich kein Elimination-Match? Weil das dann zu Survivor Series affin wäre. Und so gut. Ja. Ja. Gut, okay. Stardust und Gold, die amtierenden Champions gegen Los Matadores mit Torito höchstwahrscheinlich. Gegen die Usos mit Tim Wiese im Handgepäck vielleicht. Gegen Mizandau. Ja, Stardust pinnt Fernando. So. Stardust pinnt Fernando. Mein Tipp. Okay. Ja, wollen wir mit Pit. Ja, Kombis? Natürlich. Okay. Stardust pinnt Fernando. Interessant ist ja, dass Leute gefragt haben, wann denn Stardust wieder normal wird, ihn. Der hat wohl auf Twitter gesagt, so, ja, Rumble. Wie? Dann kommt Cody Rhodes zurück. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Man braucht noch ein paar blasse Leute für einen Rumble. Es ändert sich doch alle 5 Minuten, ob es jetzt 40 ist oder 30. Vielleicht kommt er dann mit beiden Gimmicks rein. Ich dachte, das wäre fest, dass das 40 sind. AVD kommt ja auch zurück zu JFK. Ja, das wird auch höchste Zeit. Und Jericho ist halt auch im Match und dann kommen irgendwelche komischen Legenden da rein. Ja. Nee. Ja, genau, der mal wieder. Bei Phoenix. Ja, bei Phoenix würde ich feiern. Ja, das wird bestimmt gut. Ja, ich weiß auch nicht. Ausschlussverfahren, oder? Ja, Matadores sind irrelevante. Die Usos nicht schon wieder. Die waren erst Ewigkeiten Champions. Stardust und Goldust können ja tatsächlich mal Matches gewinnen. Hm. Ja, das haben sie jetzt bei Raw geschafft. So. Ich sage Sandow pinnt Jimmy. So random Tipps hier. Genau wie die WWE einfach. Sandow pinnt Jimmy. Ja. Ja. Miss. Wieso denn nicht? The Miss pinned Diego.
Was ein Quatsch, ey. Miss Pint Diego. So. Das Schöne ist, ich hoffe, man kann die Matadoren auseinanderhalten. Natürlich gibt's ja auch für die Teams dann, also es muss ja nicht unbedingt die Kombi sein, ein Punkt. Ja. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich tippe hier, glaube ich, auch auf einen Titelwechsel, so wie du. Ich sag Sandow pinnt Jay. Und ja, was haben wir da großartig? Es sind halt die beiden Tag-Teams, die um den Gürtel gefehdet haben, mit einem Jobber-Tag-Team dabei, dass man irgendwie probiert, auf deren Status zu kriegen, also die Matadores, und halt das Würfel-Tag-Team. Und ich denke mal, das würde ganz gut zu der Storyline und der Entwicklung von Miss und Sandow passen, wenn die beiden so einen Tag-Team-Titel-Run kriegen. Muss ja nicht Ewigkeiten dauern, kann ja bis zum nächsten Pay-Per-View gehen oder wahrscheinlich, wie ich WWE kenne, ist es morgen, also ist danach dann schon wieder vorbei bei Raw oder so. Ich würde die aber nicht als Würfelteam bezeichnen. Nee, das ist schon ein amtliches Tag-Team jetzt. Das hat man jetzt auch in den Wochen davor genug gemacht. Also ihre Match-Serien hatte man und die vier Teams haben ja auch immer wieder gegeneinander gewrestelt. Storyline-mäßig ist da natürlich gar nichts passiert, aber ist da in der Tag-Team-Division ist momentan schon eher die Undercard, muss man sagen, nicht zu erwarten. Ne? Ja, was hast wie gesagt, du was am ehesten Storyline hat, sind die beiden halt. Und deswegen würde ich mir eigentlich auch schon fast den Titelwechsel wünschen. Kann gut sein, dass sie den dann auch nur bis Raw halten und dann holen die Dusty sich den wieder zurück oder ja, so. Was hast denn du sonst noch als Tag-Teams? Da ist doch nichts mehr sonst. Ja, die Ascension steht ja schon seit 8 Monaten oder so in den Startlöchern, ne? Ja, Kid und vielleicht noch Kid und Gabriel oder so. Ja, New Day, ne? Die werden ja wohl auch Tag-Team-Konstellationen stellen. Irgendwie. Ja, einzige Hoffnung der WWE. Haben die ein Match beim Pay-Per-View? Vielleicht greifen die ein. Weil ich denke, die müssen ja noch R-Truth am Montag vorstellen. Die debütieren dann erst entweder am Montag oder eine Woche danach später. Die Woche, ja. Ja. Oder erst danach, weil Titus und Neil noch mal eine Promo haben. Genau, der muss auch der noch Leader rein. Des Stables. Ja, und Otanga. Otanga, Alter. Mhm. Ezekiel Jackson. Der ist doch bei Lucha. Ja. Genau, der ist bei Lucha. Und wird davon Big Rick, oder wie er jetzt heißt. Ja. Ragdoll? Ja, jetzt heißt er Big Rick. Big Rick. Ist auch griffig. War das nicht Fake Razor? Nee, ich glaube nicht. Na gut. Der hieß immer so ähnlich. Hier, Johnny Morrison ist ja auch bei Lucha Underground, heißt da wie Johnny Mundo. Ja. Ist auch ein super Name. Ich glaube, ich gucke jetzt ab jetzt Lucha Underground. Ja, es ist jetzt schon besser als die scheiß WWE. Das ist ganz witzig. Und Chavo Guerrero ist Chavo Guerrero Jr. Es ist auch besser als WSX, habe ich festgestellt, zumindest die erste Ausgabe, weil. Ja, gibt kein Next Video in den Särge, ne? Ja, eben. Und es gibt nicht so ganz krasse Schnitte in den Matches. Also die Matches sind wohl halbwegs komplett. Ab und zu blendet man die Kommentatoren ein oder die Fans oder so, aber ich glaube nicht, dass da so viel fehlt. Also es ist ein bisschen actionreicher. Ja, ein bisschen übertrieben in der ersten Ausgabe, ne? So die Kommentatoren einblenden. Also ja, so gerne ich mit Striker auch höre, aber da muss ich den nicht nach jedem Move sehen, wie er dann. Ist Morrison denn der Star da? Ja, der ist ja, also im Moment das Topface. Ja, gut, sehr gut. So muss das sein. Ich muss auch sagen, also der größte positive Unterschied zwischen zu Wrestling Society X ist, Vampiro wrestelt nicht, sondern kommentiert nur. Ja, dafür könnte Matt Striker wieder in den Ring steigen, finde ich. War ja dieses Jahr bei WXW im Karat. Ja. War sogar Tag Team Champion eine Nacht mit Trent Barrera. Schöne Kombi. Gut. So, womit wir wieder beim Thema sind. Haben jetzt alle ihre Tag-Team-Title-Match-Tipps abgegeben? Ja. Vielleicht nochmal kurz. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es kein Elimination-Match ist, weil man einfach zu wenig Gürtel-Matches auf der Karte hat. Man hätte ja sonst nur das Divas-Match gehabt. Ja. Du kannst auch ein Elimination-Gürtel-Match machen. Das heißt, dann wird einer gepinnt von denen, dann ist das Team halt weg. Ach so, du meinst ein Fatal Four Way Elimination Match. Ja, genau, das gab's doch schon mal hier mit. Sonst hätte sich natürlich auch so, wie ihr vorhin meintet, so ein Traditional Survivor Series Match angeboten. Ja. Vielleicht mal mit jeweils ein pro Team noch mit dabei irgendwie. Ja, oder die Teammitglieder müssen einzeln eliminiert werden. Oder so. Was mir noch so einfällt, das war glaube ich bei TLC letztes Jahr irgendwie mit der Brotherhood und Big Show und Ray und so komischer Kram.
Nee, JFK, was ich fragen wollte. Wäre das dann der erste Titel für Damien Mizdow oder war Rhodes Scholars? Nee. Die war nicht, ne? Nee. Wäre der erste Titel überhaupt von Sandow. Neben dem Money in the Bank Koffer natürlich. Ja. Und hier James und Stevens waren ja auch nicht. Ja, auch nur Jobber. Nee. Ja, ja, die hatten bei ihrem ersten Pay-Per-View SummerSlam 2007 oder so, hatten die ein Match gegen London und Kendrick. Und oder war es 2006? Nee, 2006 war das. Ja. APA Barroom Brawl hat er auch nichts gerissen. Jetzt weiß ich, wer das Bunny ist. Das ist Damien Mizdow. Das kann er ja schon so gut. Geht. Was Casey ich mir oft James. Frage, ja. Wenn man so guckt, ist wirklich Sandow und der eine von den Matadoren, der nicht Primo ist, die einzigen, die noch keinen Gürtel hatten in der WWE. Weil Primo war ja mit Kalito damals Tag Team Champion. Ja, also meinst du jetzt Epico? Achso, Epico war doch auch Tag Team Champion schon mit Primo. Stimmt, stimmt. Aber was denn mit Titus O'Neil? Der hat doch auch noch keinen Gürtel gewonnen. Ja, in dem Match jetzt hier, also. Ach so. Ich dachte jetzt generell. Ja, generell Titus auf jeden Fall noch keinen gehabt. Ja, da sind einige, das brauchen wir jetzt nicht. So viele sind doch gar nicht. Von den Männern, so viele sind das wirklich nicht. Usos waren auch nur Tag Team Champions. Ja, das ist aber ein Gürtel immerhin. Goldust, IC und Tag Team und Hardcore und ach, alles mögliche. Slater war Tag Team Champion, Gabriel war Tag Team Champion, Kid war Tag Team Champion. Hä? Ich denke, du wolltest jetzt nur in dem Match rumgraben. Nein, also, weil im Endeffekt. Er geht doch das Roster durch. Ja. Wir haben einfach nichts zu tun hier. Wyatt war noch kein Champion. Rowan war noch doch, kein Champion. War Wyatt nicht Tag Team? Nee, stopp mal. Was? Nee, stimmt, Wyatt war nicht Tag Team Champion. Bei NXT dann, ne? Aber das Ganze ist jetzt auch nicht. Nee, Rowan war Tag Team. Tja, Rowan war Tag Team Champion bei NXT, ja. Ja. Der originale Sin Cara war noch nix, außer NXT Tag Team Champion ist er ja gerade. JBL war schon IC und World und US und Tag Team. Tag Team, der war alles. Ja, so. Toll. Hardcore. Kurt Angle hatte mal 5 Gürtel auf einmal. Ja. Ja, TNA. Joe. Ach so, ja. Chris Jericho war erster Undisputed Champion aller Zeiten. Ja. So. Gut. Okay, das kann man nicht mehr tun. Nee. Ich möchte ein Segment von Raw hier erwähnen, was ich sehr lustig fand. Mhm. Mit Grumpy Cat und Miss. Wo die das Stunt-Double von Grumpy Cat rausgeholt haben. Und Sandow das wunderbar verkauft hat. Ja, und dann kam, der Müllmann. Der Müllmann? Ah, ja, der sieht aus wie ein Müllmann. Wie so ein versiffter Penner, der am Straßenhighway mit so einer Pickaxe da, so ein Picker da Müll aufsammelt. I want that kitty. Ich fand das nicht lustig. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ich finde auch Grumpy Cat scheiße. Mist finde ich auch scheiße. Was kann denn die Katze dafür? Und Eric Rowan. Finde ich auch scheiße. Ist jetzt auch, was soll das? Jetzt komplett neues Gimmick. Nach 2 Wochen sein altes Gimmick gedroppt oder was? Das ist zum Kotzen, die WWE ist einfach so scheiße. Ja, sprich dich aus. Nee, kein Bock mehr. Nächstes Match, Steven-Titel, ja. Oder? Ja! Ja, Nikki, Titelwechsel. So. Richtig, sonst würde nämlich die Story mit Brie überhaupt keinen Sinn machen. Danke. Nehme ich auch. Weil da gar nichts bei rumkommt. Also die Segmente, nee. Ich dachte, da kommt irgendwas, aber... Nee, kommt nix. Hier, dann kommen hier so möchte gern Storyline Ansätze, dann, dass Nikki sich hier als Quatsch, dass Bree sich hier als AJ verkleiden muss und so weiter. Aber natürlich wird diese Stipulation, die im letzten Match da verhandelt wurde, überhaupt nicht genutzt. Natürlich nicht. Ist er WWE? Ja, man könnte die schlechteste Wrestling-Liga der Welt einfach. Ja, man könnte da so schöne Segmente draus machen, wie Bree mit einer Zahnbürste das Klo schrubben muss oder irgend so ein Scheißdreck. Ja, und danach noch Zähne putzen. Ja, zum Beispiel, du könntest dort echt Comedy draus machen oder so, weißt du? Aber nein, gar nichts. Da kommt gar nichts. Irgendwelche blöden Sachen da. Ich reg mich nicht mehr auf. Scheiß drauf. Nikki im Titelwechsel. Und dann soll Brie bei TLC Nikki von der Leiter stoßen, damit Nikki aus den Shows geschrieben wird. Und dann ist alles okay.
Ja. Das kann ja auch Daniel Bryan übernehmen. Ach, herrlich. Ja, sagen alle hier Titelwechsel oder wie sieht's aus? Ja, komm, ML, hier, wag mal was. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt schwer. Ich würde normalerweise auch sagen, Titelwechsel. Macht als einziges auch Sinn, so wird auch zu diesen Gerüchten um AJ passen. Aber WWE-like ist es ja auch, dass der Gürtel dann irgendwie random 2 Wochen später bei Raw dann nochmal wechselt in irgendeinem anderen Match oder so. Aber ich kann mich hier nicht zum Risikotipp hinreißen lassen, weil diese ganze Storyline, die hört ja auch auf dann da bei der Survivor Series, dass Brie dann da ihre Personal Assistant ist. Nee, ich sag auch, Nikki Bella wird das erste Mal, glaube ich, Divas Champion. War Brie oder wer von beiden war das Champion? Das zweite Mal wird die Divas. Ach, das war doch Nikki, okay. Ja, nee, die waren beide schon mal. Die waren beide schon mal, ja. Ach so, ich habe nur im Kopf, dass eine noch mal kurz bevor sie damals da ihre Pause gemacht haben, noch mal Champion wurde. Das war Nikki. Ja, und dann kam doch irgendwie Karma damals oder wer das war und hat dann den Gürtel geholt oder so, ne? Nee. Irgendjemand ist dann da returned und hat ja den... Das war, Beth Phoenix hat sich verletzt, dann hat man den Titel schnell zu den Bellas wechseln lassen und dann müsste Layla oder Michelle McCool den Titel abgenommen haben, irgendwie so war das. Also ja, aber es war auf jeden Fall kein langer Title Reign, so, ne? Mal sehen, wie das jetzt ist. Ich glaube auch Gürtelwechsel, wird wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen weitergehen mit AJ, wenn... Vielleicht erstmal ein Triple Threat Match oder so, aber kurz oder lang wird es natürlich zu Brie gegen Nikki kommen. Nee, war doch Layla, nicht Michelle McCool, war Layla. Ja, Layla ist da, glaube ich, auch noch eine lange Zeit wieder returned oder so, ne? Das war irgendwie. Ja, irgendwie sowas. Habe ich auch noch so im Hinterkopf. Ja, dann wird das ihr zweiter Gürtel. Also ich sag 2 Titelwechsel bei der SUSE. Ja, okay. Doch noch ein bisschen einseitig, aber wir haben ja noch ein bisschen was. Auch ganz interessant hier. Dean Ambrose gegen Bray Wyatt. Isco, bitte 20 Minuten Rant. Nee, gib kein Rant. Ja, du musst es ein bisschen ausgleichen, du hast so wenig gesagt bis jetzt. Ja, was soll man denn auch zu einem Scheißprodukt sagen? Ja, die Fehde analysieren. Was, welche Analyse denn bei dem Scheiß? Ja, also, weiß ich auch nicht. Dean Ambrose hat jetzt ein eigenes Interviewsegment mit dem Survival Kit oder wie das Ding heißt. Ja. Ja, das wurde jetzt angekündigt hier für SmackDown. Aha. Generell ist die Fehde wohl hauptsächlich bei SmackDown so richtig. Ja, das ist halt so richtig, aber sind die Segmente so richtig ereignisreich gewesen, ne? Ja, also bei Raw war ja hier Shakespeare. Das hatte so ein bisschen was von Shakespeare, so ein bisschen was von Theater, so die Promo von Bray Wyatt vorher. Aber er hat endlich mal eine In-Ring-Promo gehalten und dann hat Dean Ambrose tatsächlich mit einer Titan-Promo geantwortet. Ja, dann hat er gesagt, er kann auch Zaubertricks. Das nennt sich Videoaufzeichnung. Und dann hat er ihn hinterrücks attackiert, weil er eigentlich schon in der Halle war. Top. Ja, hier ist es. Survival Kit. Dean Ambrose kommt zum Ring und erzählt uns von seiner Kindheit. Seine Kindheit war total schrecklich. Er hat von seiner Mutter einen Schlagring geschenkt bekommen, damit er sich gegen andere Kinder wehren kann. Ja, komplett PG. Don't see. Das ist eine Top PG-Ausrichtung. Einfach mal dem Face sagen: Ja, meine Kindheit war scheiße. Ich habe Kinder mit dem Schlagring verprügelt, weil meine Mami mir den geschenkt hat. Ja, super. Ja. Wie viel Zeit diese Fehde bekommt bei Raw? Bitte? Wie viel Zeit diese Fehde bei Raw bekommt, ist auch schön. Bray Wyatt hält auch wieder die besten Promos. Obwohl er im Ring steht, schafft er es immer noch nicht, ein konkretes Wort rauszubringen. Bray Wyatt ist einfach eiskalt, der schlechteste Charakter aller Zeiten. Das kann man jetzt auf jeden Fall unterschreiben. Und man hat einfach keine Ahnung, was man mit ihm machen soll. Der Mann ist völlig fehl am Platz und sollte am besten für immer verschwinden und vor allem den armen Ambrose in Ruhe lassen. Der tut mir einfach nur leid. Und ich will dieses Match nicht sehen. Es interessiert mich überhaupt nicht. Tipp auf einen Draw. Ah, okay. Und, aber selbst wenn, es ist scheißegal, weil Dean Ambrose bringt der Sieg in Bray Wyatt nichts. Bray Wyatt bringt der Sieg in Dean Ambrose nichts. Das ist verlorene Zeit. Das ist einfach scheiße.
Ja, das Ding ist vor allen Dingen, die werden ja wahrscheinlich bei TLC nochmal gegeneinander antreten. Und das einzige Match, was irgendwie zu denen passt, ist das dämliche Chairs-Match, ne? Was? Ja, also so ein Ladder-Match zwischen Bray Wyatt und Dean Ambrose kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das passt für mich irgendwie so gar nicht. Dann lieber ein Chairs-Match, ja. So ein schöner Sit-Down am Anfang, wo beide sich so ein Stühlchen hinsetzen und voreinander aufstellen und dann. Nein, Chairs-Match wäre auf jeden Fall grober Schwachsinn. Ich hoffe auch, dass uns das ja erspart bleibt. Das wäre aber das Einzige, was passen würde irgendwie. Ja. Ja, weiß man auch noch nicht, wie da dann der Main-Event aussieht, aber ich gebe dir prinzipiell recht, dass es das bei TLC nochmal geben wird. Ich würde es mir dann in den TLC-Match wünschen. Ne? Ja. Ja. Ja, aber was tippt man hier? Raw will ich jetzt nicht auch sagen, also ein bisschen zusammenfassen. Habt ihr denn SmackDown letzte Woche irgendwie gesehen? Da war ja auch dieses Backstage-Segment, wo Bray Wyatt ihn dann nochmal attackiert hat und so und haben sie sich auch nochmal so ein bisschen in der Wolle gekriegt. Ich hab mir das eigentlich nur wegen der Jericho-Promo angeguckt, SmackDown, und hab mich dann von dem IC-Match so ein bisschen noch verleiten lassen, mir doch die ganze Sendung anzugucken. Ich möchte übrigens hier nochmal mich getunlichst über diesen Scheißdreck, den die WWE hier verzapft. Die denkt, dass ihre Zuschauer die Gehirne von, keine Ahnung, radioaktiven Ameisen haben. Nee, die sind bei Chikara. Ich krieg hier Plack, wenn ich hier Main Event mir angucke heute. Brauchst du die Zahnbürste von Brie Bella? Ja, wahrscheinlich krieg ich Plack, ja. Und Bray Wyatt hat in Action bei Main Event, aber. Richtig. Ja. Bray Wyatt hatte ein Match gegen Jack Swagger. Ich weiß nicht, will WWE uns hier vollkommen dämlich verkaufen? Die sagen, Jack Swagger, der ist verletzt, another one bites the dust, damit Triple H wieder mit seinem Arsch rumwackeln kann. Ja, und hier und auf der Ringecke halb einschläft wie bei Raw. Also, ja, das war was gut. Soll denn dieser Scheißdreck? Die sagen, der Typ ist verletzt und kann deswegen nicht bei der Series antreten in Team Cena. Und dann hat der ein fucking Match bei Main Event gegen fucking Bray Wyatt. Was soll der Scheißdreck? Ja, das ist die WWE. Die, wie gesagt, die schlechteste Liga aller Zeiten. Und also was die momentan, was die bringen, wer das gut findet, der hat keine Ahnung vom Wrestling. Ganz ehrlich, weil das ist Logiklücke nach Logiklücke. Das kann nicht sein. Die WWE kann das nicht ernst machen, was die gerade da in den Shows verzapfen. Das ist eine Frechheit. Einfach nur. Das ist so schlecht. Das können die nicht ernst meinen. Das können die nicht ernst meinen einfach. So, ich möchte Bigger mal, Picture. Bigger Picture, richtig. Das ist natürlich noch beschissener als TNA vom letztjährigen Bound for Glory. Nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor. Das ist noch beschissener. Ich glaube, das war der schlechteste Pay-Per-View letztes Jahr, oder? Ja. Also. Das ist noch beschissener. Okay. Das ist auch unglaublich, wie die WWE das schafft, weil die Raw-Folge letzte Woche zum Beispiel, die war ja gar nicht so übel. Da hat man sogar das Suse-Match einigermaßen gut aufgebaut und hatte noch Fragen offen für die Go-Home-Show bei Raw. Da hat man Swagger schon aus den Shows geschrieben und so weiter. Und man wirft einfach nochmal alles um bei Raw. Alles komplett. Wahrscheinlich Vince wieder, aber wir machen das anders und alles wird umgeworfen in dieser Scheiß-Drecksliga. Ich möchte jetzt mal in die Vergangenheit gehen. Ganz kurz, der ganze Scheiß-Aufbau von den ganzen Wochen davor, wurde alles ad acta gelegt im Prinzip in der letzten Raw-Sendung und so unlogisch erklärt, das ist furchtbar. Das ist aber auch unglaublich, wie krass die WWE ist, dass sie das schafft, aus einem guten Aufbau innerhalb von einer Woche alles zu versauen. Das muss man erstmal schaffen. Das ist fast schon WCB-like. Ich möchte mal in die Vergangenheit blicken und zwar zu Bragging Rights. Das war dieses eine Match da mit Team Captain Jericho und Co-Captain Kane. Und wo die dann das SmackDown vorm Pay-Per-View auf einmal das gesamte fucking Team SmackDown wieder austauschen. Ja. Das war auch klasse. War richtig gut. Also, was war da hier denn? Hier Escobar! Ja, genau. Und Crime Time raus und dafür dann die Hard Dynasty und Finlay rein und. Das ist genauso scheiße wie damals dieses komische Ding da mit Team Foley. Das ist auch erst 2 Jahre her oder so. Wo es dann plötzlich ein Team Foley gab, dann war Foley gar nicht mehr irgendwie im Match oder so.
Nicht mal am Ring, glaube ich. Oder ist da nicht Team Segler oder so? War ja, das genau, dann war es plötzlich Team Segler und dann waren auch ganz andere Leute da drin. Also ich weiß nicht, also auf jeden Fall, ich glaube inzwischen wirklich, dass die alle da einfach nur noch Drogen nehmen und gar nicht mehr checken, was die eigentlich da tun. Aber keine also, guten. Man hätte jetzt mal ernsthaft und ohne irgendwie zu stänkern, man hätte die Teams schon sehr viel früher aufbauen müssen. Man hätte meinetwegen erstmal 4 gegen 4 haben können, hätte dann nochmal ergänzen können und dann hätte man natürlich noch so ein bisschen Poker machen können. Indem sich zum Beispiel gegenseitig die Teammitglieder irgendwie ausschalten. Aber dass es jetzt so völlig zusammengewürfelt ist, ich fand es am Anfang gut, weil die vorletzte Raw wirklich ziemlich stark war, wo da noch hier so mit Ryback das ganze Theater und so, fand ich gut, fand ich auch interessant. Ja, aber dann auch so die Teamzusammenstellung, wie sie jetzt sind, oder man weiß ja nicht mal, wie es ist. Das ist ja das Problem, wie es jetzt wirklich fest. Kurzer Einschnitt, sollten wir uns darüber nicht aufregen, wenn wir dann wirklich bei dem Match sind? Ja, sind wir ja gleich. Ich habe mich nicht getraut, jetzt den Schritt zurückzumachen. Danke, Avo. Ja, es ist gut, okay, dann sind wir bei Ambrose und Wyatt, wenn ihr dazu noch irgendwie... Ich tippe auf Bray Wyatt. Okay, ich auch. Und zwar ist das so ein klein bisschen mit einem Wunschtipp verbunden. Ich wünsche mir, dass den Ambrose als Sieger aus der Fehde, ich wünsche es mir, wie gesagt, als Sieger aus der Fehde geht und da er anfangs nichts hat, um irgendwie weiterzumachen, und muss Bray Wyatt halt das erste Match gewinnen. Sag ich nicht, wenn Wyatt jetzt hier verliert, dann kannst du diese Fehde auch vollkommen in der Pfeife rauchen. Also ein Draw, wie Isco sagt, kann ich mir auch noch geben, aber Wyatt darf hier nicht klar verlieren, weil sonst ist die Fehde noch mehr im Eimer, als sie sowieso schon ist. Ambrose ich weiß darf nicht. Hier auch nicht klar verlieren, weil Nein. Ambrose die letzten Pay-Per-Views alle verloren hat. Ja, er muss eigentlich auch wieder gescoot werden oder irgendwie sowas, ich weiß nicht. Ja, aber das würde passen. Und warum denn jetzt schon wieder? Wie oft soll er denn noch gescoot werden? Das Licht geht aus und das Licht geht wieder an und dann ist er halt K.O. So eine Katastrophe, was das war. Ja, es war dann Gott. Dann kommt Sister Abigail und schleicht. Dann kommt die drogensüchtige Schwester oder so. Megan Miller. Ja, genau, das ist dann die drogensüchtige Schwester von Dean Ambrose. Und dann kommt die, liegt dann Dean Ambrose auf der Couch von, wie hieß dieser? Dr. Stevie. Von Dr. Stevie. Und dann kommt noch hier dieser komische eine Schwatte da von dem Anger Management rein. Dr. Shelby meint ihr. Dr. Shelby, genau. Ja. Mhm. Kommt Dr. Shelby mit hier Scorpio Sky oder wie immer der Kerl hieß. Ja. Dann machen sie das Auffangspiel und Dean Ambrose geht einfach. Ja. Ja, Bray Wyatt macht dann so seine Pose und lacht dann auch noch, wenn er sich zurückfallen lässt. Ja. Genau. Der fängt ihn auf, macht direkt dann die Dirty Deeds aus dem Auffang. Ja. Dean Ambrose sollte dringend die WWE verlassen, zu Lucha Underground gehen. Also okay. Ja, alles zu Lucha Underground. Genau, gegen Cole. Nee, der soll zu Global Force Wrestling gehen, weil die kriegen alles, sogar die alte Teenage-Stimme. Ja, und Kresse Samen im Weltall vielleicht noch. Und Jim Ross. Und Jim Ross. Ja, den haben sie aber sonst. So, okay. Ich tippe auf Dean Ambrose, ganz einfach, mir mal ein bisschen gute Laune reinzubringen. Ich weiß auch nicht. Also Bray Wyatt ist ja sowieso, der Charakter ist ja kaputt. Der braucht weder Sieg noch Niederlage, um irgendeine Story zu kriegen, denn die kriegt er eh nicht. Dean Ambrose Statistik sieht mittlerweile ein bisschen übel aus, da muss man mal dran feilen. Und also kein cleaner Sieg. Ich kann mir vorstellen, dass da... weiß ich nicht, irgendwas schief geht. Ich wollte schon sagen, wer greift denn bitte gegen Bray fucking Wyatt? Ja, ein? Niemand, aber dass dann Dean Ambrose... Ja, das war mir Isco. Cole erkennt ihn auch sofort als erstes. Isco, es ist Isco. Ja, es ist stockduster, aber ich erkenne Isco. Nö, da geht die Jacke an. Da geht die Jacke an. Ja, eben, ich hab doch eine Jacke. It's Jericho. Schon wieder. Bray Wyatt. Gab's ja noch. Dann gibt's sicher gute Promo-Duelle diesmal. Oh ja, bestimmt. Ja, Jericho gegen Wyatt auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Dean Ambrose sich jetzt auch mal in Sachen Mindgames mit Bray Wyatt messen kann und vielleicht geht dann wirklich mal das Licht aus und diesmal ist aber Dean Ambrose derjenige, der daraus einen Nutzen zieht. Oder das gab es nie mit Bray Wyatt, hat auch Cena nicht gemacht oder so, nein. Was mich ja so ein bisschen jetzt gewundert hat bei Raw, Bray Wyatt hat nicht gelacht, ne?
als die Ambrose dann rauskam, ihn verprügelt hat, aus dem Ring gescheucht hat. Normalerweise lacht er ja auch immer. Und ich sagte ja gerade auch, den juckt das ja an sich auch gar nicht, ob er gewinnt oder verliert. Am Ende sitzt er ja eh da und lacht. Aber das hat er bei Raw nicht gemacht. Würde mich jetzt natürlich nicht wundern, wenn das bei der Survivor Series wieder der Fall ist. Falls du jetzt recht behalten solltest und Bray Wyatt verliert und dann sitzt er da wieder und lacht. Und ja, das, ich meine... Und bei Raw geht halt wieder das Licht aus und Licht an. Es gibt eben so Gimmicks, die kannst du nicht mehr zerstören, weil sie schon kaputt sind. Also ist eigentlich auch völlig egal. Ich hab's schon gesagt, das ist eine Lose-Lose-Situation. Also entweder ein Draw, ja, genau, hier, was dann aber auch eins bleiben muss, weil beide im Moment wirklich einen Sieg bräuchten, theoretisch, also wenn es auch nur storybezogen ist, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, dass sie ein bisschen Relevanz einfach kriegen. Und Dean Ambrose hatte Relevanz bis Hell in a Cell. Und dann kam Bray Wyatt und dann, ja, Bray Wyatt hatte auch mal Relevanz. Dann kam Cena. Waren vor einem Jahr vielleicht. Ja, so. Und dann hatte man plötzlich keine Ideen mehr für beide. Und auch stecken wir die mal zusammen und gucken, was passiert. Wie gesagt, ich... Ja gut, das Programm zwischen den beiden hat man ja dann auch wegen dem World Title auch so lieblos abgebrochen. Dann waren sie ja beide und am Ende im Money in the Bank Match standen sich ja noch ein viertes Mal dann so gesehen gegenüber. Das ist auch so ein furchtbarer... Ja, das war der schlimmste Moment und da war Wyatt endgültig tot, als er da die Promo gehalten hat, dass er jetzt da dann den Gürtel haben will und sowas. Da dachte ich auch, das könnte er doch nicht ernst meinen. Ich freue mich für, wie gesagt, für beide, weil sie einen relativ wichtigen Spot haben, wenn man das mal so nennen will. Aber ob das letztendlich dem einen was nützt oder dem anderen oder überhaupt jemandem, ja, das ist eben die Frage. Also da habe ich wirklich... Was heißt relativ wichtiger Spot? Ja, du also jetzt ja neben... kaum Airtime bei Raw. Ja, und Raw ist die wichtige Sendung. Richtig. Neben dem Main Event und neben dem großen Match wurden die beiden jetzt wirklich ausgegliedert, weil es so völlig unberechenbare Charaktere sein sollen. Anscheinend, die ihr eigenes Süppchen kochen. Finde ich von der Idee her auch nicht schlecht. Normalerweise hätte ich jetzt Ambrose in Team Cena gesteckt sofort. Nach den letzten... Vor allem mit der scheiß Vorgeschichte. Tja. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Und dann läuft hier Dean Ambrose, hat mir letzte Woche schon, hier locker und lässig an Triple H vorbei. Ja. Am Ring. Das kann nicht sein. Das ist einfach scheiße. Tut mir leid. Ja, auch was uns einer der Hörer letztes Mal geschrieben hat, dass er da erst noch sein Match gegen Cesaro seelenruhig zu Ende wrestelt, während Bray Wyatt da auf der Rampe sitzt. Ja. Ne? Das sind alles so Kleinigkeiten. Ich gebe Isco auch recht, dass es einfach nicht genug Airtime gekriegt hat. Das ist das wichtigste Einzelmatch der Survivor Series dieses Jahr. Das ist der Co-Main Event. Ja, aber und man hat ja nur dieses Einzelmatch im Kontrast zu dem dicken Main Event. Richtig. Da müsste man doch in 3 Stunden Raw auf jeden Fall mehr auf die Beine stellen. In jeder... Und nicht zweimal hintereinander das SmackDown-Highlight zeigen. Last Week on SmackDown. Das ist da passiert mit Ambrose und... Normalerweise gibt es in jeder schittigen Fehde wenigstens einmal das Szenario, dass man durch Countout verliert, weil man irgendwie abgelenkt ist und sich um seinen Fädengegner kümmert. Aber nein, da hätte ja dann in diesem Fall Cesaro gewonnen und das kann man ja nicht machen. Das ist... Nee. Nee, dann wird er auch noch belohnt dafür. Ja. Das geht nicht. Nee, also das geht nicht. Okay. Will nicht mehr darüber reden. Ja, wir haben jetzt alles hier vertreten. Wir haben... Wyatt, wir haben Ambrose, wir haben Draw. Mal gucken, was die anderen sagen. No Contest findet statt. Wahrscheinlich, oder es... Pff, ja. Na gut, mal gucken. Main Event. Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match mit Stipulation. Wenn Team Authority verliert, ist die Authority weg. Nicht mehr, ja, nicht weg. Also nicht mehr in der Machtposition. Und wenn Team Cena verliert, wird Team Cena gefeuert. Wer denkt sich... Wahnsinn! Also wäre es nur John Cena gewesen, der dann gefeuert wird, ja? Hätte ich mir noch gefallen lassen, dass die Authority vielleicht gewinnen kann. Aber jetzt, wenn es das gesamte fucking Team erwischen soll, wenn da verliert, dann nimmt sie für mich hier jede Spannung aus dem gottverdammten Match. Ja, also man muss schon sagen, ich hätte auch vor der Stipulation auf Team Cena getippt, ganz klar sogar, weil Team Authority ist auch, also das hat man jetzt die letzte Woche vor allem, also die letzte Raw-Sendung auch gesehen, das Team ist komplett am Zenit, hat den Zenit schon überschritten, es ist nur noch langweilig und Triple H hält auch nur noch dieselben Promos und
Team Authority macht nur noch dasselbe und es ist einfach total langweilig geworden. Die müssen unbedingt weg von aus der Position, da muss was Neues passieren. Außerdem wurde das so krass für Team Authority gebucht, dass nur Team Cena gewinnen kann. Das ist typisches Cena-Booking gewesen. Alle sind wieder hier, alle werden verletzt und Cena against all odds würde sogar alleine gegen hier Team Authority kämpfen, würde sogar Kinder mit sich kämpfen lassen, ja, und so weiter. Typisches Cena-Ding einfach, damit man hier sieht, Cena ist der absolute Superman, Übermensch, Face of the Company und hast du nicht gesehen. Ganz klar, ich tippe hier auf Team Cena, Survivor, Cena und Ryback, weil der gerade ein Push ist. Warum auch immer, der Typ kann immer noch nichts und ich finde den scheiße und ja, das reicht. Mehr sage ich dazu nicht. Rusev wird übrigens von Cena gepinnt, würde ich auch so sagen. Erster Pinfall dann gegen Rusev. Super. Gut, also Rusev durch Pin. Ja, wir haben uns überlegt, beziehungsweise das war Avos Vorschlag, dass man noch mit reinnehmen könnte, wie Rusev ausscheidet, falls er ausscheiden sollte. Wenn man jetzt natürlich auf Authority tippt, dann muss man ja nicht zwangsläufig Rusev ausscheiden lassen, ist ja klar. Aber was wäre denn mit der allerersten Eliminierung als Tipp? Kann man auch machen. Wer als allererster ausscheidet. Wer als allererster ausscheidet. Ja. Da würde ich nämlich schon fast Rusev sagen. Wirklich? Ja. Ich kann mir dieses klassische Survivor Series Ding vorstellen mit dem zu starken Heel, der nicht wirklich im Match da schwach dargestellt werden soll, der dann irgendwie mit dem Stuhlschlag oder irgendwie da die Fassung verliert oder sowas. Oder sich mit irgendeinem anderen um den Ring brawlt. Das ist krass. Okay, dann. Ja, vielleicht kommt ja doch noch aus, von der Krankentrage zurück, Sheamus da reingerannt und fängt dann da an mit Rusev zu brawlen, er ist ja nicht mehr in dem Match drin. Okay, ja, dann vielleicht. Nochmal zu Jack Swagger, der war ja Montag auch nicht beim Contract Signing, aber. Wenn er dann dienstags wieder fit ist beim Main Event, dann kann er ja auch wieder wrestlen. Hätte er Montag das Contract Signing nicht, ja, dann wäre er jetzt in diesem Match. Was war das jetzt eigentlich für ein Contract Signing? Die haben das biggest Contract Signing ever. Ja, aber die haben doch gar nicht unterschrieben. Ja, aber es muss ein Tisch kaputt gehen, weil es ist ein fucking Contract Signing. Bei einem, hat Mick Foley doch mal erklärt, bei einem fucking Contract Signing muss ein fucking Tisch kaputt gehen. Ich erinnere nur das an das mit Sting, wo er selber durch den Tisch gesprungen ist, weil der Tisch darf ja nicht heil bleiben. Warum tritt Triple H eigentlich nicht selbst an, wenn das für ihn das wichtigste Match aller Zeiten ist? Weil er weiß, dass er es nicht drauf hat. Ja, deswegen stellt er solche komischen Leute im Prinzip. Ja. Deshalb nehme ich mal Mark Henry ins Team. Er kann auch Jamie und Joey ins Team stellen. Nee, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er halt, wenn er draußen steht mit Jimmy und Joey und Chloe und wie die alle heißen, der Köter kommt auch noch. Das ist schon halt, längst gefressen von El Snow oder so. Dass sie halt noch drei Leute mehr außerhalb des Rings haben. Wenn er selber nicht mitmacht. Ja, aber wenn er dann hätte auch Kane da hinstellen können. Kane kann auch nichts mehr. Der fehlt auch jedes Match. Ja, das kann einfach Lendl sein. Aber Kane ist the big red monster. Ja, Kane kann auch für Disqualifikation mit dem Stuhlschlag sorgen. Das hat er, glaube ich, auch die letzten Wochen so gefühlt. Also. Und er kann mit dem Feuerlöscher in die Cell rein. Ja. Ja, er ist halt the most twisted monster. Most was? Twisted. Hat dir Steph das nicht gesagt? Ja, irgendwas musste sie auch über Kane sagen. Steph hat doch probiert, das Team nochmal zu hypen und alle fünf nochmal so in den Vordergrund zu stellen. Und dann, was dachte ich mir auch sofort am Anfang, was sagt sie denn jetzt gleich bei Kane? Ja, und dann steht noch der Alarm. Dann steht wahrscheinlich der Alarm-Sirene August da auch noch irgendwo rum. Vor allem The Most Twisted Monster irgendwie und dann steht er da im Anzug. Ja. Ja, who has been, hat sie, glaube ich, sogar gesagt. Ich glaube, sie hat sogar in der Vergangenheitsform gesprochen. Aber die Maske liegt immer noch backstage rum. Ja. Ja. Aber die soll er bloß ablassen. Jetzt will ich es auch gar nicht mehr sehen. Die hat er zu oft auf und abgesetzt. Nee, das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, dass Cesaro noch spontan hinkommt, ist dann 6 gegen 5 wäre. Der Jobber schlechthin. Ja, dass es dann 6 gegen 5 wäre und dass dann noch ein 6. bei Cena dazu kommt, ist dann Orton oder so. Nee, dann ist Sheamus wieder da. Nee, an Orton glaube ich irgendwie nicht. Also auch wenn es in seiner Heimat ist. Aber das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Das wäre auch zu gut, wenn Orton hier zurückkehren würde. Kann man nicht machen. Ja, also Cesaro auf der einen Seite wäre eine Idee, auf der anderen Seite ist dann die Frage, ob dann vielleicht doch noch irgendwie Sheamus da anhumpelt oder so.
Aber also auch ganz groß, dass das WWE es schafft, das Team wirklich nochmal so zu ändern, halt, und dann Sheamus rauszuschreiben einfach mal. Der Mann, der auch, also ich bin ja wahrlich kein Sheamus-Fan, aber der so einen schwierigen Stand hat und dann hier einen relativ großen Spot sogar bekommt, nachdem er den US-Title verloren hat. Ja. Und auch immer noch mitten in der Fehde ist mit Rusev und dann wird er einfach aus dem Match geschrieben. Das kann die WWE nicht ernst meinen. Ja, wen bringen sie dafür rein? Ja, Eric Rowan. Der eigentlich ja, eine ganz andere Story im Moment haben müsste, oder? Welche Story denn? Ja, die Fresse von Harper war aber großartig, hä? Na, Rowan hatte eine Story 2 Wochen lang. Eben, ja. Ja, was soll das denn jetzt sein? Ist er jetzt der liebenswerte, verwirrte Kerl oder was? Auf einmal? Ja, ist er jetzt auf einmal Face? Er ist Festes vielleicht. Ja, ja. Was soll denn das? Der kommt da rein, zerknüllt seine komische Schafmaske da. Und sagt, ja, ich bin jetzt der Team Cena. Ja. Und vor allem. Sieht aus wie Sheamus am Kopf. Ist auch wieder super Darstellung dann für Bray Wyatt natürlich, der die beiden free gesettet hat, ja, Harper und Rowan. Mhm. Und die dann gegeneinander antreten beim Pay-Per-View. Das kann nicht sein. Also, die WWE hat einfach null Plan, was die mit den Wyatts machen sollen. Das sieht man hier ganz klar. Das ist einfach nur krass. Das zeigt einfach die komplette Planlosigkeit der WWE und ich kann diese Liga nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, ich gönn Harper den IC-Titel. Ja, auch aus dem Nichts. Das kann. Ja. Furchtbar. Ich glaube, es hat eine andere Bewandtnis mit dem Titelwechsel. Denn das komplette Team Cena hat keine Titel momentan. Sherlock. Na und? Ja, Moment. Brauchen die nicht, die sind Übermenschen. Ja, Sekunde. Gehen wir mal zu den Stipulations. Vince hat festgesetzt, dass wenn Team Authority verliert, die Authority nicht mehr an der Macht ist. Mhm. So. Das heißt, wenn das passieren sollte, gibt's natürlich erstmal mächtig Stress zwischen. Da gibt's ein Machtvakuum vor allen Dingen. Dann gibt es erstmal nix, genau. Dann gibt es erstmal Triple H und Steph irgendwie gegen Vince, ne? Wurde ja auch irgendwie vielleicht so ein bisschen. Dann kommt The Rock und es gibt Rock gegen Triple H bei WrestleMania. Ob dann Vince endlich aus der WWE verbannt wird oder nicht, das ist auch wieder auch schon die ganze Zeit gemunkelt. Das könnte auch sein. Nein. Erstmal wird Mick Foley als Strohmann eingesetzt, als Interims-GM und mit denen buhlen Hunter und Steph dann so ein bisschen um die Macht und die haben dann auch immer doch wieder irgendwie so ein bisschen Machtbefugnis, 2 Wochen nach der Suse. Und das schaukelt sich dann so, bis WrestleMania, bis dann Vince wieder selber zurückkommt und so und dann kommt auch The Rock und dann geht das alles klar. So, was ich ganz cool gefunden hätte in dem Fall, dass man das so gemacht hätte wie Anno 2004, glaube ich, war das JFK, wo dann das Gewinnerteam jeweils eine Woche lang Raw GM war. Team Orton damals. Mit Maven. Mit Jericho und Maven und so ein Stuff. Und Benoit. Oh, ja. Ja. Darfst du hier das, gerne. Das wäre cool gewesen, weil ich hätte gerne ein Raw gesehen, was von Eric Rowan gebucht wird. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Ich glaube nicht. Ja, wenn er dann Renny Young ans Kommentatorenpult holt oder so. Genau, Renny Young kommentiert und es hagelt Katzen. Ich glaube, dass die WWE noch überhaupt gar keinen Plan hat, was sie da machen wollen. Ja, das ist eigentlich das gleiche wie bei Bray Wyatt, nur in grün. So, oder in Face oder wie auch immer, keine Ahnung. Mal die andere Seite beleuchten. Wenn Team Cena verliert, werden Cena, Ziggler, Big Show, Eric Rowan und Ryback gefeuert. Wann wurde das denn gesagt? Bei Raw aber nicht? Weiß ich nicht. Bei SmackDown wahrscheinlich. Aha, das höre ich nämlich jetzt auch zum ersten Mal. Ja, das ich auch. Aber macht ja so nichts. Eindeutig. Ja, er gibt. Obwohl John Cena wurde ja schon ein paar Mal gefeuert. Also, dass er jetzt mehrere Teamkollegen mitgenommen hat, war nicht der Fall. Eben. Also aber John Cena jetzt alleine, da ja, bin ich gar nicht so sicher. Er hat's bei SmackDown gesagt, ja. So. Bei SmackDown gab's auch noch Singles-Matches der Leute gegeneinander, der zwei Teams. Ach doch, nochmal. Ja, Rusev hat Ziggler besiegt. Eric Rowan hat, warum auch immer, Cesaro besiegt. Ja, der ist nämlich dabei. Auf jeden Fall. Big Show und Ryback haben Kane und Seth Rollins durch die Q besiegt. Und Luke Harper und Mark Henry haben einfach mal kein Match. Kann man ja mal machen. Und Cena ist sowieso nicht bei SmackDown, das ist ja nichts Neues. Und dann
ist dann Triple H da und haut alles mit dem Stuhl kaputt. Und dann gibt's noch ein Pedigree gegen Ryback auf dem Stuhl. Aha, okay. Mhm. So, ich sage jetzt einfach mal, dass Cesaro in irgendeiner Form dabei sein wird und dass wir auch Sheamus oder Swagger oder beide sehen. Ob jetzt mit Matchbeteiligung oder nicht, ist ja egal. Also ich mag Jack Swagger. Wenn der bei diesem Match auftaucht, dann kotze ich im Strahl. Können wir vielleicht erstmal alle die erste Elimination tippen, was ja ML vorgeschlagen hat. Also er nimmt ja Rusev, was ich schon mal sehr krass finde. Auch alleine, also nicht so ein Double Countout oder so. Nee, Rusev. Wenn es jetzt Double ist, dann habe ich natürlich Pech gehabt. Okay, erste. Big Show. Ich kann mir vorstellen, dass er gar nicht wirklich am Match teilnehmen wird. Das ist ja irgendwie schon so. Obwohl, Big Show. Gut. Weiß ich nicht. Auf der Face-Seite würde ich wahrscheinlich auf Big Show setzen. Oder auf Ziggler, damit die WWE die Crowd so richtig killt. Gute Idee, ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass aus dem Heel-Team der Erste rausfliegt und dann würde ich auf auf Rusev oder Mark Henry tippen, aber weil EML schon Rusev hatte, nehme ich einfach mal Mark Henry. Ich tippe auf Mark Henry. Als erste Eliminator. Dann ist er wieder traurig. Wenn da zwei sich rumbrawlen und beide ausgezählt werden, sind auch wirklich beide, muss man auch beide gesagt haben, ja? Ja, aber ich gehe davon aus, dass Sheamus eingerannt kommt und Rusev deswegen ausscheidet. Ja, die erste Elimination. Das können einer sein, das können fünf sein. Ja, aber sag mal, JFK, als Beispiel, wenn jetzt, Rusev und Eric Rowan um den Ring brawlen, ja, und beide ausgezählt werden, aber ich sag nur einen von den beiden, dann habe ich ja trotzdem recht. Ich habe trotzdem recht, weil der als erstes... Ja, du hast trotzdem recht, ganz einfach, weil ich nicht diskutieren will. Moment, nein, ich nehme Mark Henry raus. Ich glaube doch, dass jemand aus dem Face-Team ausscheidet als erstes. Ja. Und dann tippe ich tatsächlich... Nee. Ich tippe dann tatsächlich auf... Ich glaube nämlich, dass das Team Cena bis auf Ryback und Cena komplett auseinanderfallen wird. Also die fallen alle raus und dann... besiegen die beiden dann das komplette Team Authority, damit es hier einen schönen Superman-Push für beide gibt. Deshalb, warte mal, also Rowan ist drin. Nee, der auf jeden Fall nicht, weil der kriegt jetzt einen kleinen Push zumindest bei der Ruse, glaube ich. Mhm. Weil der ganz neu drin ist. Der wird der Drittletzte sein, der ausscheidet oder so. Also entweder Big Show oder Ziggler und ich tippe mal auf Ziggler, weil dann würde passen. Ich finde, Ziggler braucht man eigentlich so ein bisschen im Match, weil man den so schön durch die Gegend schmeißen kann. Ja und? Der wird nicht durch die Gegend geschmissen, der wird gebrawlt. Nee, der wird schön einfach von den Heels, keine Ahnung, isoliert und die ganze Zeit irgendwie mit allem Möglichen getötet, weil Ziggler kann, der ist ja die Selling Machine. Und dann frisst der World's Strongest Slams und Clotheslines und Accolades und wird nicht Chokeslams. Die ziehen damit hin, dass die Ziggler einfach nur extrem zerstören und abfertigen da. Aber wer hat den denn ins Doghouse gesteckt? Ja, er sich wahrscheinlich wieder selbst, weil er wieder irgendwas getweetet hat oder so. Also. Ja, aber da gebe ich Avo eigentlich recht. Vor allem glaube ich, Ziggler wegen der Matchlänge. Kann natürlich sein, dass die erste Eliminierung dann erst nach 25 Minuten kommt und dann geht Schlag auf Schlag so, aber denk schon, dass Ziggler ist nämlich, Ziggler ist eigentlich der Einzige. Schon gewisse Matchzeit, ja, Big Show kannst du nicht so viel rausholen. Ziggler John Cena, okay, ja. Wenn du mal so guckst, Ziggler und Rollins sind eigentlich die beiden, die von der reinen Körperlichkeit gegen den Rest total abstinken. Nur von der reinen Körperlichkeit. Ja, sicher. Du kannst aber, also ich tippe sowieso, dass das Match relativ lange gehen wird. Was heißt relativ? Ich glaube so, dass es richtig lang geht. Ich tippe sogar Matchzeit über 30 Minuten. Mhm. Weil das wird, glaube ich, schon so episch wie möglich gestaltet werden. Ich glaube auch, dass die erste Eliminierung sehr, sehr spät fallen wird. Deshalb tippe ich auf Ziggler, weil ich glaube, Big Show wird noch dann so ein bisschen eine Rolle spielen auf jeden Fall. Und Ziggler wird zwar, der wird irgendwie nach 15 Minuten oder so eliminiert. Wahrscheinlich war der in diesen 15 Minuten auch die meiste Zeit im Ring. Also ich tippe auf eine sehr, sehr späte erste Eliminierung und das wird dann Ziggler sein. Mhm.
sehe ich ähnlich wie Isco, nur das mit dem Unterschied, dass die erste normale Eliminierung. Ich habe ja meinen Rusev-Tipp, dass direkt am Anfang einer wegfällt und man sofort so ein Handicap schafft. Und dann wird es vielleicht 4-4 sein, aber dann wird es wirklich sehr, sehr lange dauern, bis dann irgendwann diese Phase kommt, die man so bei den vielen Suse-Matches kennt, dass dann wirklich Finisher um Finisher kommt und dann erstmal 2-3 Pinfalls hintereinander. Aber das wird schon länger gehen. Das wird schon mindestens 30 Minuten. Guckt auf die Karte, da haben wir 5 Matches. Ja. Das wird schon mindestens die Länge von 2 Matches haben. Du hast jetzt ja als erste Eliminierung Rusev, aber wodurch? Ja, das habe ich mich dabei auch irgendwie gefragt. Ich will einfach, habe irgendwie die Vorstellung, dass Rusev dann in dem Match nicht großartig zum Tragen kommt. Ob Sheamus reingerannt kommt und einfach nur sauer auf ihn ist und ihn da einfach vom Ring abhält oder sowas. Und die dann einfach sich durch die Zuschauer brawlen und Rusev ist einfach... Das wäre dann ein Countout. Away from ringside, so. Ja. Das wäre dann ein Countout. Nicht unbedingt. Wenn er nicht aktiv im Match gerade ist, sondern genau, draußen ja. rumsteht, dann wird er ja nicht ausgezählt, sondern ist dann eben einfach nicht da. Und wenn er nicht eingewechselt werden kann, hat Team Authority eben Pech gehabt. Ich glaube aber schon, dass da die da ihre Versicherung um den Ring stehen haben mit Triple H und Noble und Mercury. Das heißt, so eine Kacke wie Sheamus kommt da angerannt und prügelt sich mit Rusev, wird da nicht passieren, weil die drei anderen Hansel da eingreifen werden. Ja, aber ich kann es mir, wie gesagt, schwer vorstellen, dass Rusev dann da 20, 25 Minuten Teil des Matches ist und immer mal wieder eintaggt und austaggt und dann Matschka. Und dann einfach so sang- und klanglos gepinnt wird oder so. Weiß ich nicht. Also Rusev und sang- und klanglos, so weit ist es schon, dass wir solche schlimmen Phrasen hier verwenden. Es ist ja ganz, ganz schrecklich. Also ich will das alles noch nicht so ganz wahrhaben, ehrlich gesagt. Ich freue mich auch irgendwie auf das Match, ganz einfach, weil es nicht so ganz klar ist, wer, wann, wie, wo und warum. Durch dieses ganze Chaos, es hat ja auch durchaus Vorteile für das Match selbst dann. Ich würde bei... Nee. Bitte? Nee, das Na, ist nicht so, aber okay. Was soll ich denn jetzt notieren hier? Ja, bei mir kannst du notieren, Rusev durch Pin und erste Elimination ach so. Dosi. Ach so, Rusev, wir tippen jetzt echt, wie Rusev ausscheidet, ja? Ja. Okay, dann muss ich kurz überlegen. Ja, ML vielleicht inzwischen? Rusev wird nicht gepinnt, das machen die nicht, noch nicht. Ja, Countout ist es dann ja nicht wirklich. Nee, ne? Also wenn er aktiv drin ist und dann meinetwegen Sheamus irgendwie sagt, ja, hier, gut, ich bin auf dem Titantron. Sollte Sheamus denn 6 Minuten warten oder so, bis Rusev das erstmal eingeteckt wird? Ja, der kann sich aber auch... Rante gestochen in die Halle da und... Der kann sich aber auch mit Sheamus draußen rumbrawlen und dann haut er ihm einen Stuhl über dem Sheamus und sagt er, Rusev has been disqualified due to interference with a weapon. Oder ja, Sheamus kommt aus dem Publikum. Das so bringt dann Lillian Garcia fehlerfrei über die Liste. Natürlich könnte man so auch schon direkt irgendwie ein Match aufbauen für TLC, wenn Rusev einen Stuhl zuschlägt zum Beispiel. Das wäre sinnig sogar. Aber Rusev hat, glaube ich, noch nie Gegenstände benutzt, oder? Doch. Seine nett. Komische Flagge gegen Big Show. Das, ja, okay, gut. Aber ja, seine erste Niederlage, ne? Ich tippe, dass Rusev durch Countout rausgeht. Okay. Countout. Ich sag durch Disqualifikation. Wie auch immer jetzt. Ich weiß es nicht genau. Ob Sheamus jetzt reinkommt, ob Rusev irgendwie mit irgendwas zuschlägt oder so. Keine Ahnung. Mhm. Avo erst, oder? Ich sag auch Rusev durch Countout. Weil ich mir vorstellen kann, dass der, keine Ahnung, dass der Dosi um den Ring hinterher rennt. Ja, weil er im Matschka-Modus ist und dann Dosi gerade bei 9 wieder reinslidet und dann Rusev zu langsam ist und deswegen ausgezählt wird und dann Dosi quasi im Ring in die Clothesline von Harper reinrennt und auch direkt dann weg ist. Ist ja vollkommen egal. Aber so könnte ich mir das gut vorstellen, dass er irgendwie, keine Ahnung, so Tom und Jerry-mäßig Siegler um den Ring hinterher rennt. Also Rusev scheint durch Countout aus. Wer hat es denn als erstes Abo, wer als erstes rausgeht? Ich kann mir das so richtig theatralisch vorstellen, wie dann Michael Cole und JBL sagen, oh my god, the big show has been eliminated, the biggest man in Team Cena is already out. Echt, der stand letztes Jahr auch im Main Event der Survivor Series. Ja. Also für mich fährt Big Show als erstes ab, weil das kann man so richtig schön dramatisch aufziehen, dass der Riese aus Team Cena als erstes fällt gegen diese Übermacht und bla. Hat so einen wunderschönen Pathos mit sich. Gut,
Ich mach's ganz kurz. Ich sage Rusev durch Countout, höchstwahrscheinlich Double. Und Kane ist der Erste, der eliminiert wird. Ja. Da haben wir ein schönes buntes Potpourri hier. Im Moment noch, ja. Corporate Kane, das wird ja wieder passen. Ja, im Moment noch. Denn ich tippe. Du hast schon alles getippt. Ja, ja, aber trotzdem, ich sag's nochmal. Ja. Team Cena gewinnt, Survivor, Ryback und John Cena. Wunderbar, es klingt ja so schön. Ich möchte das sehen. Nightmare-Karte ist direkt dagegen. Das Gruselige ist ja, nach diesem Ende von SmackDown, wo dann Triple H Ryback mit dem Pedigree auf dem Stuhl ausschaltet, bin ich sogar so weit zu gehen, Ryback als Soul Survivor zu tippen. Ja. Hätte ich fast auch gesagt, aber... Möchtest du das? Nein. Okay. Ich überlege noch. Aber mir passt da nicht das Ding, weil man muss John Cena ja auch gut darstellen, weil er geht ja aber gegen Lesnar. Das heißt immer noch Team Cena gegen Team Authority. Ja gut, es gab des Öfteren, dass ein Team so und so hieß, aber dann doch die anderen Survivor haben. Ja, gut, der klar, dass Ryback ist mehr so der X-Faktor da drin ist, aber ja, John Cena ist ja nicht irgendein Team-Captain. Ne? So. Das hast du ja bei der Promo wieder gesehen. Isco, so viel ich weiß, soll es ja Lesnar gegen Cena beim Rumble geben. Das heißt, Cena wäre bei TLC noch unbeschäftigt und ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, dass Cena, keine Ahnung, Rollins eliminiert, der aber dann nochmal wiederkommt, Cena seinen Koffer an den Hinterkopf haut und dass dann der von Team Authority noch übrig ist, dann quasi Cena dadurch pinnen kann und dass wir dann Cena gegen Rollins TLC bei TLC um den Koffer haben. Der übrig ist von Team Authority. Authority. Also dann wahrscheinlich entweder also Kane, Mark Henry oder Luke Harper. Ja, das klingt doch. Das ist ja traumhaft. Gut. Du kannst dir die besten Theorien zusammenbasteln und die geben alle keinen Sinn, das ist schlimm. Furchtbar. ML, möchtest du schon deine Survivor-Kombi? Cena, Soul Survivor, John Cena, alleine. Okay. Und zwar ganz am Ende wird das Seth Rollins pinnen. Das ist jetzt nicht für die Tippwertung wichtig oder so, aber der Golden Boy gegen Cena am Ende und dann halt RKO out of nowhere, zack, bumm, und John Cena gewinnt. Deswegen. RKO out of nowhere von Cena. Ja, das wäre natürlich auch mal ein richtiger Schock. Nee, es ist St. Louis, Missouri und ich weiß nicht, ob er dann Montag sofort wieder da in die Wochenshows einsteigt, aber ich glaube nicht, dass WWE sich das jetzt nehmen lässt. Bei dem Faceturn, den man da andenkt, dass man den nicht bei der Homecrowd da bringt. Ja, du willst den dann mitten beim Dreh wieder hinholen, wieder wegschicken, das macht aber ja auch keinen Sinn. Ich meine sogar, es wurde schon gerüchtet, dass dann da am Montag auch kein Drehtag ist und so und dass er da irgendwie nicht weiter filmen muss. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man Rollins gegen Orton so aufbaut, dass Orton das der Authority am Ende versaut. So indirekt, dass er John Cena dann da zum Sieg verhilft. Mhm. Ich würde es feiern. Okay. Ich weiß halt, dass Louis Missouri ist. Sonst wäre ich mir eigentlich auch, wäre ich mal mit Isco gehen, dass man Ryback, John Cena und so, aber so zwei Soul Survivors verhilft er nicht zum Sieg. Deswegen in meinem Szenario ist das am Ende dann nur noch ein One-on-One. Und dann wird John Cena da so, ja, sozusagen der Sieg dahingelegt. Ich hatte ja auch schon so ein Szenario im Kopf von wegen, Rusev wird von Cena gepinnt, dann gibt's bei Truppentribut Cena gegen Rusev um US-Title, um das Ganze. Buah. Ja, dann muss Cena ja nicht gewinnen. Der Truppentribut wird ja am 9. Dezember getaped. Ja. Auch schön. Und ich weiß nicht, ich habe auch schon vor Wochen überlegt, als da Triple H hier Dosi bequatscht hat, ne, dass der dann möglicherweise gegen Cena turnen könnte. Dann hatte ich noch ein Szenario mit Dosi und Rusev, aber da hätte dann Dosi noch den IC-Title gehabt. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen blöd gelaufen. Ja, ich weiß nicht. Das sind so die ganzen Ideen, die ich gehabt hätte. Eine Sache habe ich allerdings schon so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Fragt mich nicht warum, aber
ich schätze die WWE so ein, dass sie das fertig bringen. Es klingt absolut furchtbar und macht auch mit deswegen der, kommt es von dir. Ja, und macht auch mit der Stipulation jetzt überhaupt keinen Sinn, aber ich denke tatsächlich, dass Team Cena vorerst gefeuert wird und dann von Vince wieder irgendwie in die Shows zurückgebracht wird. Am nächsten Tag oder eine Woche später oder keine Ahnung. Und der Soul Survivor, meine lieben Freunde, Seth Rollins. So. Ja, also wenn man das tippt, dann muss man natürlich auf Seth Rollins tippen. Da gebe ich dir zumindest recht in dem Punkt. Aber wie stellst du dir das denn vor, dass sie dann am nächsten Abend da ringside sitzen, alle in Zivilklamotten, Big Show in so einem lässigen karierten Hemd oder so und Dolph Ziggler auch in zivilen Klamotten. Eric Rowan. In Zivilklamotten. Ja, nicht in dem Wrestling-Attire da, nicht in seiner Müllmann-Uniform. Eric Rowan in Zivilklamotten. Dann ziehen sie dann auch so ein bisschen hinterher, so wie fest es halt. Ne? Dann kriegt er so diese Sheamus-Mütze auf dem Kopf, da diese komische Bauernkappe. Ja. Ja, dann hätte ich doch gerne auch Sepp Coulter gesehen, der da mit Jack Swagger auch gefeuert wird zwischenzeitlich. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die letzten beiden, also die letzte Paarung, Rollins und Cena sind. Ich weiß nicht, wie man das dann am besten macht. Aber ich weiß nicht, ich kann mir das wieder ganz gut vorstellen, vor allem weil ja Cena auch gegen die Authority wieder geredet hat bei Raw und so weiter, dass er dann wieder der Betröppelte ist und dass dann Vince eben kommt und sagt dann hier von wegen Best for Business, ihr habt ja keine Ahnung, jetzt mache ich das mal. Also wenn da irgendwas passiert gegen die Authority, dann muss Vince ja sowieso zurückkommen. Und jetzt hast du eben Authority trotzdem noch mit der Power, nach meinem Szenario. Aber Vince schaltet sich dann natürlich trotzdem ein, weil es gegen Best for Business geht. So, und sie damit natürlich gegen ihr eigenes Credo verstoßen. Was mir so gerade einfällt, was ist eigentlich hier mit Captain Eierstocksprenger? Snitsky? Ich meinte eigentlich Mr. Overy Poppin. Mr. Reigns, Roman regiert. Ach so. Ja, der kommt der auch angerannt. Nee, ich kann ja mal wieder ein Interview bringen bei Raw. Ich sondern ein Krankenbett. Sind die schon wieder fit? Weiß ich nicht. Beim Rumble vielleicht. Wäre doch so ein guter Rumble-Heini. Und ich glaube auch eher, dass man jetzt tatsächlich Ryback als Reigns-Ersatz genommen hat. So ein bisschen. Ja, erstmal zumindest als Lückenfüller. Ja. Ne, der zweite starke Mann neben John Cena. Ja, aber bei deinem Szenario, das du dir da durchgedacht hast, darf ich dich fragen, wie du dir das Finish denkst, wenn dann wirklich nur noch ist ja davon aus, dass Rollins Cena pinnt, clean, weil halt mal im Hinterkopf, dass John Cena ja, wie Isco vorhin auch schon gesagt hat, nochmal um den World Title gehen muss. Ne? Ich fände es andererseits nicht schlecht, das wäre natürlich der absolute Monster-Push für Seth Rollins. Dann, ne? Ja, klar. Ich habe da was Gutes. Ja, der ist also ja eh schon der Top-Heel. So. Ja, machst du einen Ref-Bump, Koffereingriff, Triple H macht sich seinen Sakko auf und da ist ein Ref-Shirt drunter. Und vor allen Dingen wäre Seth Rollins da so irgendwie auch schon fast in der Lage, legitim einzucashen, wenn sich John Cena und Lesnar da auf Deutsch die Scheiße aus dem Leib prügeln dann beim Rumble und beide fertig sind, wer auch immer der Champion ist. Im Lion-Stand-Match. Wie wär's hat er denn dann echt, meiner Meinung nach, das Standing dann da einzucashen und sich den World Title zu holen, ne? Also wenn er das bei der Survivor Series so wirklich dafür sorgen sollte, dass John Cena gefeuert wird und Team Authority den Job da rettet und so, das wäre ja wirklich der absolute Ritterschlag. Wie wär's denn damit, da hätte man auch direkt ein Match für TLC für John Cena, bevor er dann auf Lesnar geht. Rollins und Cena sind alleine, sind halt zu zweit im Ring als Letzte. Licht geht aus, Bray Wyatt kommt rein und lenkt John Cena ab. Oh Gott. Und dann gibt es Wild gegen Cena bei TLC. Nee, was auf jeden Fall. Also, das könnte man machen. Das könnte man machen. Was, Jericho. Was gut gewesen wäre, was ja aber nicht stattfinden wird, wenn man dieses Dreiergespann Cena, Rollins, Lesnar nochmal aufgegriffen hätte. Was jetzt aber nicht geht, weil Lesnar ja noch Ferien hat. Ja. Man kann es halt nur probieren, auf die beiden Verbleibenden so ein bisschen zu fokussieren. Ja, ja, genau. Also das ist ja auch jetzt gar nicht so schlimm eigentlich. Wenn Cena jetzt meinetwegen gegen die Odds geht, ich erinnere an Team Austin gegen Team Bischoff, da ist das auch glaubwürdig machbar, dass dann sich letztendlich der Heel durchsetzt. Und
ich weiß nicht, also so unwichtig und so irrelevant steht Rollins nicht da. Und natürlich denkt man jetzt, ja, oh, erstmal hier Mark Henry und Kane und Rusev und Luke Harper, das sind die absoluten Power-Typen und so. Nee, das ist nämlich gerade der Punkt, weil... Ja, vom Standing sind sie alle klar unter Seth Rollins. Also Rusev, ja, ist so ein bisschen die Bekannte da drin, aber ist auf jeden Fall auch nicht drüber vom Standing. Ja. Kann man schwer vergleichen, ist auch so ein bisschen separat für sich so, ne, aber... Ja, also... Hat aber mit der Main-Event-Szene noch gar nichts zu tun, deswegen will ich den Namen mal so ein bisschen außen vor lassen. Ja, ich denke, dass Rusev dann gegen den geht, mit dem er sich brawlt oder der ihn eliminiert oder, keine Ahnung, dann eben nochmal gegen Sheamus oder sonst irgendwas. Also gerade bei Tribute to the Troops, ich denke, dass man das da schon entsprechend aufziehen wird. Okay, mit Sheamus wäre er ja an für sich fertig. Der hat ja sein Rückmatch gehabt. Ja, okay, aber wenn man sonst keinen findet gerade, weiß ich nicht. Nee, klar. So okay. Bray Wyatt. Oh, ja, genau. American irgendwas. Ne? US Bray. US Bray. Ja, würde ihn retten, auf jeden Fall. Mit seinem Bruder Bo Washington. Dann können sie sofort... Ja, Tag Team Champion werden. Ja. Tag Team American Dream. Gegen die Dusts dann. Ja. Passt oder American Team. Spirit oder irgendwie so ein Name. Scheiß der Ink. So. Scheiß. Oh, furchtbar. American Scheister. Ja. Dann aber mit dem Vater mit dabei. Als Manager. Ja, Manager, genau. Mit Aktenkoffer. Beiden auch so ein bisschen auf Corporate getrimmt. Ja. Was wollte ich sagen? Kane ist sowieso der große rote Jobber. Es ist völlig egal, ob er Monster ist oder Sparkassenchef. Der wird auf jeden Fall ausscheiden. Das ist völlig klar. So. Der Gag ist ja, was für Fäden stricken sich denn aus diesem Match für nach dem für das Road zum nächsten Pay-Per-View? Könnte natürlich sein, dass es tatsächlich... Man könnte was Instabiles machen. Es könnte wirklich sein, nach diesem ganzen Chaos-Poker da jetzt, dass auch Teammitglieder untereinander gegeneinander fehlen. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel... Ja, Henry gegen Rusev hatten wir auch noch nicht. Ja, zum Beispiel. Man hat das ja bei Raw auch so ein klein bisschen angeteased und wollte noch mehr durcheinander bringen, indem man aus Big Show gegen Sheamus ein neues Number One oder Number X Contender-Match gemacht hat. Also, ja, das ist großartig. So geil, was die WWE. Schau mal hier, ich freue mich schon. TLC Ladder Match, Luke Harper gegen Rusev, Unification der Gürtel. Ja, oder wenn jetzt irgendwie der absolute Schocker, wenn jetzt hier ganz einfach random Rusev von Eric Rowan gepinnt wird, dann kommt die Authority an und sagt, sag mal, was war das denn? Wir haben uns auf dich verlassen und dann kannst du da irgendwie was spinnen. Das dann hört Rusev zum American Hero, jawohl. Dann jetzt mal Lana gegen Steph in einem Brand-Titel. Wessen Handy geht eigentlich da die ganze Zeit? JFKs, welches sonst? Nee, das liegt meilenweit weg. Ja, egal, auf jeden Fall, hier Sheamus, das müsste doch eigentlich jetzt neuer Number One Contender sein für den World Heavyweight Title, oder? Das Match wurde, glaube ich, abgebrochen oder so, ne? Ja, oder, was heißt abgebrochen? Es gab doch ganz klar den Angriff als erstes gegen Sheamus, das heißt, er hat durch die Q gewonnen, hätte durch die Q gewinnen müssen. Eigentlich. Ja, aber und gut, das Sieg ist ja Sieg. Ja, klar, wenn man es jetzt so sehen würde. Aber ich glaube, das wurde als No-Contest gewertet. Ne? Das haben sie sich so einfach gemacht dann. So traurig. Ja, aber hat man eben aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, gibt es jetzt noch ein World-Title-Match hier. Dann ja, kann klar, er man hat, Champion antreten. Man hat ja keinen Number-One-Contender im Moment. Hat man auch wieder vergessen. Ja, und man hat super. Und jemand, auch keinen Kofferjungen, der schon Ewigkeiten, monatelang völlig orientierungslos da durch die Shows läuft. Natürlich. Zumindest was den Koffer angeht. Dann darf man auch nicht vergessen, dass Mark Henry dann derjenige war, der Sheamus aus dem Gefecht genommen hat, obwohl Mark Henry eigentlich in Big Show fädet. Aber also man hat das dann auch nochmal schön durcheinander geworfen da. Ja, Big Show war doch schon vorher eliminiert, oder nicht? Nee, Big Show war ja im Ring. Ja, der wurde doch auch noch verprügelt und ist dann irgendwie. Ja, der wurde so später verprügelt von Rusev. Das ist alles komplett durcheinander. Das ist auch das... Dass Rusev und Henry zusammen ja, in den Ring sagen. Kommen. Ja, und was haben sie da runter? Da haben sie es ja immerhin noch so gemacht, dass Rusev seinen Big Show im Ring verprügelt hat, da mit dem Accolade. Und Henry hat
Sheamus hat durchs Kommutatorentuppel draußen gehauen. Das ist wild. Also dann noch eine Double-Action gegen Big Show durchgezogen. Das wäre, glaube ich, der Gipfel der Unverschämtheit. es gab auf jeden Fall bei SmackDown einen Stare-Down zwischen Eric Rowan und Luke Harper. Und ich hoffe für WWE, dass sie zumindest ein Backstage-Interview mit Luke Harper mit Eric Rowan gemacht haben bei SmackDown. Wurde dann zur Hölle erklärt, was der da will. Nein, Eric Rowan sagt ja nie was. Der wird auch, glaube ich, gar nichts erklären. Ja, aber was sagt ist einfach denn? Nur, she's not here. Ja, aber was ist denn jetzt mit der Story? Ripley. Die kannst du doch unmöglich in dieses Match einbauen. Natürlich. Story ist Geschichte. Ja, und an sich hat Luke als Geschichte. Die Story ist Geschichte. Ich kann mir das auch so vorstellen, dass Sheamus eigentlich auch noch zum Ring kommen sollte, der sich aber wirklich verletzt hat bei dem World Strongest Slam durchs Kommentatorenpult und dann Vince da stand, wer ist denn jetzt hier noch Backstage? Wen können wir jetzt noch in Team Cena stecken? Oh, guck mal, Eric Rowan, der sieht aus wie Sheamus auf dem Kopf. Das fällt gar nicht auf. Den schicken wir jetzt einfach mal da raus. Ja, findet auch der AWO. Ja, aber Eric Rowan passt da jetzt auch so gar nicht rein, weil Luke Harper ja auch so ansatzweise was wie eine Fehde hatte mit Dolph Ziggler jetzt. Er hat ihm den IC-Titel abgenommen. Ich nehme mal davon aus, da wird es auch nochmal irgendwann ein Rematch geben. Und davor gab es ja auch schon die Promos und die Attacke gegen ihn. Man hatte den jetzt endlich mal aus dieser Wyatt-Schlinge gelöst sozusagen. Er hatte jetzt eine eigenständige Storyline, auch wenn das mit Authority bisher so ein bisschen verwebt war und der den Gürtel davon jetzt gekriegt hat, so ein bisschen profitiert hat. Das war bis zu dem Punkt alles gar nicht so schlecht, aber jetzt mit Eric Rowan da drin und so, und weiß ich nicht, dann wird das wahrscheinlich auch ziemlich lieblos, dann einer von beiden, ich denke mal, da Eric Rowan ist dann einfach nur für Luke Harper Kanonenfutter in dem Sinn. Okay. Wir brauchen noch den Team- und Survivor-Tipp von AWO. Team Sühne, auf jeden Fall. Und ich überlege gerade, wie viel Schwachsinn du dieses Mal getippt hast. Ob man jetzt hier mal einen Risikotipp gehen kann. Auf jeden Fall. Ja, damit du wieder einen Punkt näher an mich rankommst, ist so klar. Im Moment haben wir rankommen. 0. Wir haben alle 0. Außer Feller. Der Feller führt schon. Ja. Ja, aber wenn JFK da, was er da hier zusammengebastelt hat, was das an Punkten ungefähr gibt, wie realistisch das ist, ob man jetzt hier vielleicht einen Punkt. Du wolltest die ganzen extra Tipps haben hier. Jetzt deliver hier auch mal. Du hast auf dem Bunny als Gegner für von dann. Ja, wie gesagt, ich habe ja echt nach SmackDown echt die Überlegung, auf Ryback als Soul Survivor zu tippen. Gut. Ich überlege, ich habe mich gerade nicht das tue. Zwieback. So. Ach komm, scheiß drauf. Zwieback und Cena. Feigling. Deine Mutter ist ein Feigling. Echt? Ja, die tippt nicht mit. Siehste? Ja, die lässt das ganz. So, Isco und AWO haben beide Cena und Ryback. Und damit Team Cena. ML hat nur Cena alleine, auch Team Cena. Ich sage Rollins und damit Team Authority. Rusev scheidet bei mir durch Countout aus, egal ob jetzt allein oder mit anderen Leuten noch. Genauso wie bei AWO und Isco. Und ML legt noch einen drauf, der sagt, die erste Eliminierung ist sogar Rusev und zwar durch DQ. Die erste Eliminierung laut Isco ist Dosi, damit die Crowd schön tot ist. Laut AWO ist es Big Show, den es als Ersten trifft, und ich nehme natürlich meinen Lieblingsjobber Kane. So. Dann haben wir es. Schön. New Day. New Day, ja. Big E ist jetzt auch total fröhlich und gehypt. Total geil. Ja. Ich habe das so gefeiert, als dann Big E wirklich aufgetaucht ist. Das hat ja irgendwer letzte Woche spekuliert. Ja, ML, das war gut. Also, ja, ich konnte es mir schon vorstellen. Dass es so gut wird, dachte ich mir auch nicht. Wahnsinn. Also ich habe richtig Bock auf das Stable. Ja, jetzt noch R-Truth und David und Hunger. Also wenn R-Truth noch dazu kommt, dann ist das, dann weiß ich, dann raste ich komplett aus. Dann hat die WWE mich auf jeden Fall komplett wieder. Aber auch so. Also darauf freue ich mich wirklich. Es ist jetzt somit das Einzige, was mir wirklich gefällt an der WWE, obwohl es noch nicht, also die Promo-Clips auf jeden Fall, weil ich irgendwie Bock drauf habe. Alleine, dass Kofi Kingston ein neues Gimmick bekommt, ist schon mal der absolute Oberknaller. Das finde ich super. Und ich bin sehr gespannt, was man daraus macht.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir vor dem Main Event irgendwie dieser Gospelchor rauskommt, da singt, die da zum Ring predigen, keine Ahnung. Und dass sie dann so eine Promo im Ring halten vor dem Main Event, so als Cooldown quasi. Also ich weiß nicht. Ich bin da skeptisch bis zu der Minute, wo die debütieren. Ich hoffe, bitte, lass die nicht als Faces debütieren. Ich stelle mir das wirklich fürchterlich vor und fände das sehr interessant, wenn das jetzt wirklich so ein Heel-Stable wäre. Ja, ob Arthur da drin jetzt noch Not tut, weil der ist ja auch schon ein paar Jährchen älter und ein bisschen, ja, ist einfach so gut am Mike, dass er die drei vielleicht auch so ein bisschen in Schatten stellen würde. Ich finde, die sind alle drei noch so in etwa auf der gleichen Stufe, was das angeht. Kofi vielleicht noch ein bisschen unter den beiden anderen, aber so hat jeder genug Zeit da am Mikro sich so ein bisschen zu entwickeln und so. Vielleicht sollte man die drei auch in der Konstellation bringen. Wer weiß. Ja, das passt auch halt. Also zwei Highflyer und der Big Guy, das sieht, glaube ich, auch gut aus. Wenn da noch R-Truth daneben steht, dann passt das vielleicht nicht wirklich. Hast du schon recht. Also R-Truth muss da nicht unbedingt rein. R-Truth sollte eh langsam mal endlich seinen Uppercut-Push bekommen, meiner Meinung nach. Weil der ist für mich immer noch der unterbewertetste Worker der WWE. Und ja, New Day zu dritt, das passt schon. Also ich kann mir da was Gutes vorstellen. Ja, aber bitte nicht als Faces, sonst wird das, glaube ich, echt so ein umgedrehtes 3MB oder so. Einfach so ein Jobber-Stable. Nee, die sollen schon Heels sein. Ja, und dann ruhig halt auch so augenscheinlich erstmal auf strahlend und fröhlich und alles und dann halt so hinterrücks. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ja. Ich will Kofi Kingston halt in dieser Rolle sehen. Ich weiß es nicht. Straft mich alle, wenn euch das nicht gefällt, wenn das so kommt, aber ich glaube, das wäre gut. Auf jeden Fall besser als den Kofi, den wir bisher kennen. Also Kofi Kingston als Heel, wenn er jetzt wirklich, wenn das ein Heel-Ding sein sollte, ich würde es so feiern. Das hat Kofi Kingston auch einfach so verdient. Ja. Ja, dass er überhaupt interessant wird mal wieder und es hat der Einzige, der nie wirklich, John Cena ausgenommen natürlich, hier geturnt ist, ne? Und dann gibt's ja noch den kleinen Maskierten, der vielleicht bald wiederkommt, ne, wie ich gehört habe. Echt? Ja, man hat sich mit Rey Mysterio soweit wohl geeinigt von WWE-Seite aus. Vince will ihn haben. Ich dachte, der Vertrag ja damals zwangsverlängert. Ich meine, der wäre 2014 ausgelaufen und da er so viel Verletzungszeit hatte in der Vertragszeit, hat WWE gesagt, das nehmen wir uns jetzt raus, den verlängern wir um ein Jahr, damit wir die Verletzungszeit wieder reinkriegen. Aber ich dachte, der wäre jetzt schon so kaputt. Ja, und der hat auch dieses tolle Segment gehabt bei Triple A's WrestleMania. #FreeRay. Hat er so ein bisschen geshootet da auf so einer Videopromo, ne? Oder? Mhm. Befreit den König. Ja, aber jetzt hat man sich wohl doch wieder geeinigt und weiß ich nicht. Würde mich nicht wundern, wenn dann auch noch Booyaka bald wieder durch die Boxen tönt. Dann kann er ins Team Lucha. Ja. Boah. Die gab's ja 97. Und das Jahr wird uns ja demnächst groß beschäftigen. Mit der SUSE 97 und unseren Szenarien. Ich bin sowas von gespannt und sowas von heiß drauf. So, okay. Kommen wir zu Facebook, oder? Ja, Sekunde. Erstmal zu Twitter, denn auf twitter.com/ms-moontalk wurde der gute Isco von einem User etwas gefragt. Ja, richtig. Zwei Fragen von der Muggelige. Ja, das ist, wer nochmal Abo auf dem Cyborg? Ich vergesse das immer. Der Muggelige mittlerweile auch, der hat sich umbenannt. Achso. Aber das war vorher? Rated CM, glaube ich. Rated CM, genau. Ja, das habe ich gesucht, ja. Einer meiner treuesten Fans, deshalb schöne Grüße. Und ich sollte das schon letzte Woche beantworten, habe ich aber vergessen. Und zwar hat er mir zwei Chris Jericho-Fragen gestellt. Die erste war, was war meine Lieblingszeit von Chris Jericho? Und ganz klar natürlich die Best in the World at What I Do Zeit, also die Hypocrite-Zeit von Jericho, war meine Lieblingszeit von ihm. Knapp dahinter würde ich sagen die WCW-Zeit, als er Heel war und gegen Malenko gegangen ist und dort halt dieses Crybaby war. Aber ich fand diese Best in the World-Zeit noch besser, vor allem weil er dann auch den World Title gehalten hat und diese krasse Fehde gegen Shawn Michaels hatte. Und auch danach, das Tag Team mit Big Show fand ich ziemlich stark. Klar, 2010 war er dann nochmal World Champion, hat danach ein bisschen nachgelassen, hat aber ein
großen WrestleMania-Sieg gegen Edge gehabt und so weiter. Das war schon sehr stark und hat er für mich auch die stärksten Promos gehalten. Weil er hat das so gut dargestellt einfach, obwohl er davor immer ein anderer Charakter war, weil er davor halt immer so sehr laut geredet hat und ein lustiger Charakter war, wenn er Face war, oder halt ein vollkommen arroganter Charakter, wenn er Heel war, aber immer halt over the top. Und dann hat er das komplett fallen lassen, hat alles abgelegt und hat es trotzdem so gut gemacht, das hätte ich niemals gedacht. Das war meine Lieblingszeit von ihm. Und die zweite Frage, wie ich die hier King of the World Zeit von Chris Jericho fand, also wahrscheinlich diese Zeit so von Mitte 2002 bis, wie lang ging das, bis Anfang 2004 oder so, würde ich sagen. Bis Survivor-Theme, die, ne? Ja, also das war ja die Zeit auch mit Christian und so weiter. Das war bis zum Turn von Christian gegen Jericho, wo Jericho dann face geturnt ist irgendwann. Das war, glaube ich, Anfang 2004. Ja, fand ich gut, weil Jericho hat da gute Promos gehalten, hatte auch gute Fäden. Ich erinnere mich da auch noch an das Highlight-Reel mit Kevin Nash, wo er ihn Nash-Hole genannt hat. Da musste ich sehr lachen damals, das war gut. Allgemein war er dort, ich mag den arroganten Jericho. Und natürlich, ich weiß ja von der Muggelige, dass er auch ein großer Fan dieser Zeit ist, allein wegen Chris Jerichos Bart, weil er hatte ja damals diesen langen Bart, den fand ich auch ziemlich geil. Wollte ich mir auch mal machen, aber ich habe nicht die Kondition dazu. Außer mein Job lässt das nicht zu, das ist auch ein bisschen doof. Aber fand ich gut, ich fand alles von Jericho gut. Außer vielleicht die End of the World as you know it Auflösung. Welche Auflösung, ja? Ja, welche Auflösung? Gut. Ja, und jetzt Battleground 2014. Battleground 2014. Chris Jericho, Bray Wyatt. Ach so, ja, klasse. Also Jericho super. Ja, gegen Ryback war er nochmal. Ja, da war Jericho auch gut. Hm. Jericho ist immer gut. Ist der best in the world, aber seine Gegner, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Seid ihr damit dann durch? Dann können wir ja zu Facebook. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, ich habe das gut für dich beantwortet. Und ich habe dir noch was versprochen. Das kommt jetzt auch bald, auf jeden Fall. Aha. Ja, gehen wir zu facebook.com/groups/ms.moontalk. Martin Spiller. Jack Swagger ist also zu angeschlagen, um für Team Cena anzutreten, hat aber ein Match bei Main Event. Die vernünftige und sachliche Frage, haben's der WWE ins Hirn geschissen? Hatten wir schon. Ich kann's auch nicht so gut aussprechen wie Feller. Das muss er dann nochmal nachholen bei Gelegenheit. Thomas Songt. Team Cena gegen Team Authority. Ich weiß echt nicht, was ich zu diesen total schwachsinnigen Teams sagen soll. Den Vogel hat aber eindeutig Eric Rowan im Team Cena abgeschossen. Was zur Hölle hat gerade er bei Cena verloren? Aber ich reg mich nicht mehr darüber auf. Sinn sucht man in den Stories der WWE schon lange vergebens. Insgesamt wird auch in diesem Jahr die Suse sehr belanglos. Kein Match interessiert mich wirklich. Sogar Dean Ambrose schafft es nicht, sein Match gegen Wyatt für mich schmackhaft zu machen. Ich freue mich am meisten auf euer Tippspiel und auf weitere Rants von Isco zum Main Event. Viel Spaß beim Tippen, Leute. Ja, ich weiß, ich habe ja so wirklich gerannt. Ich hatte heute einfach keine Lust. Ich habe ein bisschen gemerkt, gerannt. Ja. Es ist ganz, ganz schlimm. Mir fehlt wirklich die Lust. Ich habe mich durch die letzte Raw-Sendung auch komplett gequält, weil das einfach immer schlimmer wurde und das Ende hat dann wirklich alles, also dass Eric Rowan da reinkam, da dachte ich, ich dreh durch. Das war Katastrophe einfach nur. Und ich weiß noch nicht mal, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Es ist einfach nur schlimm. Ich finde die WWE momentan wirklich scheiße. Tut mir leid. Macht keinen Spaß. Ja, Spiller hat noch irgendwie so einen kleinen Anreiz für dich hier. Freut sich Isco schon auf eine Foxy Survivor Series mit Alicia als Soul Survivor? Ja, als Seelenüberlebende. Ja, das sagt der Loser mit 2 O schreibt. Frage an Isco, ja. Ja, nee, das wird es hoffentlich nicht geben. Weil wenn es dann hier Foxy Holiday gibt, dann stürze ich mich zum Fenster, glaube ich. Ja.
Dann pins a page und dann. Ja, aber es gibt doch wieder ein Mistelzweig-Match bei Armageddon. Dann müssen sie das da ja machen. Dann, ja, geil. Armageddon oder bei TLC das Mistelzweig. Dann wollen sie wieder Alberto Del Rio küssen. Ah. Dann können sie das nicht, weil der nicht mehr da ist. Dann gibt es ein TLC-Match von den Diven und die müssen den Mistelzweig abhängen. Das macht doch Sinn. Oder aufhängen, das sind Queen of the Mountain. Ja. Mistletoe und a Dizzlepoe. Oder irgendwie sowas. Miss und macht den Mistletoe, genau. Oh Gott. Und dann spielt Mick Foley den Weihnachtsmann. Ja, oder Alberto Del Rio fährt ihn um. Ja. Und Sandow macht das nach. For Center! Benjamin W., dass ich mir mal Orton zurückwünsche. Unglaublich. Wobei Wünschen ein großes Wort ist. Und als Face mochte ich ihn eigentlich noch weniger als sonst. Aber er wäre immerhin eine interessante Komponente im Team Cena gewesen. Ja, das stimmt. In der jetzigen Konstellation erwarte ich mir keine großen Überraschungen. Vielleicht kommt die WWE ja noch auf die revolutionäre Idee, out of nowhere Big Show turnen zu lassen. Ja, das wäre gut. Ich dachte kurzzeitig bei Raw, dass die auf die revolutionäre Idee kommen, den turnen zu lassen. Das sah kurz so Big aus. Show. Ja, Anzug, dafür Anzug steht Kane, ihm. Dafür turnt dann Kane Face. Ja, Mark Henry auch. Ja. Die das wäre es, genau, das komplette Team Cena turned heel und das komplette Team Rollins face und dann steht einfach Rollins da mit den Cena-Jungs. Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Das würde ich mal abfeiern. Stellt euch vor, der Gong ertönt und das komplette Team Cena turnt gegen Cena. Dann hast du zwar kein Main-Event und das Match ist auch völlig Banane dann, aber boah. Dass sie dann alle auf die Seite der Authority gehen. Und dass dann da so ein riesen Stable vor Cena steht. Und boah. Und dann findet er Cena und der ist erstmal gefeuert. Gott, wäre das gut. Dann gewinnt Cena. Ja, dann gewinnt Cena. Gegen 9, ja. Indem man sich alle 9 gleichzeitig zum Attitude Adjustment auflädt. Alle 9. Ja, so wie bei All-Stars. Nee, oder man macht das so, dass man wirklich dann sagt zu Flage hier so, John, das wird jetzt hier ein I-Quit-Match und dann kann Cena halt nicht verlieren. Ja. Und dann, dann gewinnt Cena das Ding. Keine Ahnung, irgendwie so. Dann siehst du Backstage so The Miz mit einer Facepalm und sagt, oh, bad idea. Und dann kommt Vince halt am Montag raus und sagt, Cena, you against the Rock. Ich dachte, da kommt sowas. Cena. Tries in a lifetime. Reinstated. Ja, aber das erst nach 3-4 Wochen, nachdem er sich immer wieder aus dem Publikum da Zugang verschafft und sich oder nach das kann. Ja. Das muss ja dann kommen. Oder Juan Cena kehrt zurück, ja. Oder Linda kommt raus, turnt auch erstmal heel und sagt dann zu Cena bei TLC, du gegen Big Show, okay. Gegen Rock. Ja, kein Problem. Und gegen diesen Mann, Mick Foley. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Dann kommt noch Shane, ne? Und Shawn Michaels, dem das Auge aus dem Kopf halb rausfällt, weil er so schielt. TLC wird auf jeden Fall wieder ein Highlight. Ja, auf jeden Fall. Können einige kommen, nur der Champion nicht, der bleibt zu Hause. Ja. Gab's aber schon mal, ne? Da war ja Cena nicht bei TLC. Der war da irgendwie krank. War nicht auch mal bei TLC der Main Event John Cena gegen Dolph Ziggler um den Koffer von Dolph? Ja. Ja, 2012. Ja, da gab's auch dann den WWE, da war CM Punk, glaube ich, ne? Das war seine Main Event-Ära, die war ja nicht wirklich im Main Event, sein Title Reign. Richtig. 2011 war Nash gegen Triple H, ne? Boah, das war stark. Das war gut. Ja. So, was denn? Ja. Im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, auf jeden Fall. Ja, die bei SmackDown hinzugefügte Stipulation macht das Match für mich auch nicht spannender. Fragen zur aktuellen WWE habe ich eigentlich 1000 Stück, aber beantworten kann mir die wohl nur Vince. Ja, wenn überhaupt.
Aber als ihr bei der letzten Ausgabe meine Frage diskutiert habt, erwähnte JFK seinen ersten Pay-Per-View. Die Frage danach stelle ich nun einfach mal in eure Runde. Bei mir war es übrigens WrestleMania 8, seinerzeit angefixt durch die WWF-Sammelkarten und dann aufgezeichnet dank dieser revolutionären Technologie namens Videorekorder. Ja, wie gesagt, ich hab's gesagt schon. Suse 93, was war es bei euch? WrestleMania 10. Perfekt. Das war der erste richtige Pay-Per-View, den ich am Stück gesehen habe damals. Und auch zeitnah. Also WrestleMania 10, war mein erster. Ja, ich habe es ja auch schon mal gesagt, genau zwischen Benjamin W. und Isco. WrestleMania 9 war mein erster Pay-Per-View. Auf RTL 2 damals, in voller Länge. Also der Länge, die RTL 2 gezeigt hat. Und ja, bei mir war es lustigerweise nicht die WWE. Ich meine, ich habe das damals mal erwähnt, dass ich an einem Silvester mit den anderen Kindern da in einem Zimmer saß und wir DSF geguckt haben und da lief dann Eurosport. Ja. Kannst du das nochmal wiederholen? Ach, Arvo. Ja, und dann hast du natürlich sofort geschrien, wer hat die Sender umplatziert? Ja, genau. Das kann er nicht haben. Nee. Mein erster Pay-Per-View, an den ich mich jetzt explizit erinnere, das war Starrcade 98. Ja. Main Event war? Goldberg gegen Nash. Okay, dann weiß ich's. Das war das Taser-Match, ja, ne? Ja. Super. Timo Schulz, ich frage einfach nur, warum WWE? Das Booking ist so grauenhaft und nur noch die Stipulation für den Main Event. Oh Mann. Dazu Bray Boring, der Ambrose runterzieht. Was denkt ihr, wie könnte es nach der Series weitergehen, um dieses hirnrissige Booking irgendwie wieder auf den richtigen Weg zu bringen? Beziehungsweise, was müsste passieren? Auch wenn das, was man bekommt, am Ende wohl wieder keinerlei Sinn ergeben wird. Dann kommt Vince Russo raus, der vakantiert dann alle Gürtel und teilt dann die Worker in Millionaires Club und New Blood ein. Ja, eine Woche. Ein Jahr später ist dann Schluss. Richtig. Ja, die WWE braucht dringend die Verletzten müssen wir zurückkehren. Reigns muss zurück, Bryan muss zurück, Brock Lesnar muss langsam wieder zurück. Jericho sollte langsam aber sicher wieder komplett in den Shows auftreten. Die brauchen einfach Star-Power und auch Leute, die was erzählen können und irgendwas ausstrahlen und schon fertige Characters sind. Weil man, die WWE schafft es ja wieder mal, Roman Reigns ist kein fertiger Charakter. Gut, den kann man da rausstreichen, vielleicht mit oder einklammern. Aber die WWE schafft es ja wieder mal, so häufig in letzter Zeit, Characters aufzubauen und die dann wieder fallen zu lassen und die haben einfach keine Ahnung, was sie mit dem machen sollen. Und das hatten wir jetzt, das ist bei Ambrose so, das ist bei Wyatt so, das ist bei Cesaro so gewesen, bei Ryback, bei Miz, bei Sheamus, bei allen eigentlich. Momentan macht man das mit Seth Rollins ganz gut, aber das war's auch schon. Und das ist das Problem. Jetzt zieht man wieder Ryback hoch, aber wo soll das hinführen? Keine Ahnung. Weil sie wissen es ja selber nicht, wahrscheinlich. Und mir ist es ganz ehrlich, inzwischen ziemlich egal, was mit der WWE nach der Survivor Series ist. Ich hoffe nur, dass die Authority nicht mehr da ist. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Und der Rest ist mir wirklich egal. Die sind echt langsam ein bisschen ausgelutscht. Ja, also ich glaube auch Timo Schulz. Man müsste gucken, dass man da ein paar Einzelmatches endlich wieder hinkriegt und dann auch längerfristige Programme hat und nicht nur Matchserien, siehe Miss gegen Ziggler oder so, wo storyline-mäßig halt überhaupt nichts passiert ist, beispielsweise mit der Charakterentwicklung von The Miss oder so. Da hat sich nicht großartig was getan. Das hat dem Champion auch gar nichts gebracht. Der stand da genauso blass danach da wie vorher. Ja, doch, die Spray-Tan-Fotos gab's doch. Ja, ja. Gut. Hättest du das jetzt nicht erwähnt? Ich hätte es leider schon verdrängt. Danke dafür. Ja, bitte. Das ist halt so ein Beispiel. Und jetzt das Multiman-Match macht das halt alles auch wieder zunichte, dass man dann so längerfristige Programme, einzelne Singles-Matches gar nicht mehr wirklich über mehrere Pay-Per-Views aufbauen kann, weil dann halt wieder irgend so ein man so viele Verletzte momentan, dass man dann einfach dem Survivor Series Match geschuldet ist, dass man da
so gut es geht, noch irgendwelche namhaften Leute reinpackt. Und so nimmt man jeglichen Einzelfäden, außer jetzt Ambrose gegen Wyatt, jegliche Existenzberechtigung oder Entwicklungsmöglichkeit. Und jetzt beim Rumble sehe ich das auch schon wieder auf uns zukommen. Ich sehe da jetzt erstmal auch keine Besserung bis nach dem Rumble, bis die Road dann wirklich losgeht und wo das ja traditionell dann auch auf diese mehreren Fäden, die längerfristig, hoffentlich längerfristig anlaufen, dann drauf zuläuft. Aber jetzt TLC wird wahrscheinlich auch wieder so eine Überbrückungsphase, wo nichts längerfristiges ja, bis zum Rumble. Vor allen wird. Dingen, da ist jetzt diesen dämlichen Chamber Pay-Per-View nicht mehr zu geben scheint. Wie hieß das Teil jetzt? Fastlane oder? Fast Track, ja. Fastlane, ja. Überholspur, weil es ja die Road. Das einzig Gute ist, dass die Chamber jetzt im Sommer jetzt noch nicht mehr. Ja, das Schöne ist, JFK, dann kann man das machen wie damals, wo man immer bei No Mercy das Team No Mercy hatte. Jetzt kann man immer bei Fastlane, Fast Track dieses komische, quietschende Autogeräusch da von der Chamber machen. Dieses Drecksteam. Ach, diese Bremse da auf der Road. Genau. Ja. Nee. Die Bremse auf der Road kann man aber auch irgendwie doppeldeutig sagen. Ja, war es ja auch dieses Jahr. Ja, waren mehrere Bremsen. Ja. Es ist ein Seuchenjahr einfach dieses Jahr. Man kann ja auch einfach ein Pay-Per-View umbenennen in Breakdown. Also B-R-A-K-E. Und dann war es das mit der Road. Oder Roadblock. Das ist doch mal eine Idee. Du machst einfach Roadblock, genau. Genau zwischen Rumble und WrestleMania. Und dann kommen die Road Warriors bei Roadblock zurück. Und der Roadblock. Oder Breakdown. B-R-A-Y-D-O-W-N. Ja, dann kommt Bray Wyatt und ist einfach alles schlecht. Ich habe das Gefühl, Bray Wyatt würde es auf Iscos nächste Nightmare Card schaffen. Ja. Im Kickoff. Mhm. So. Martin Spiller. Kommt noch etwas spontan auf die Card? Selbst mit dem Elimination Main Event 5 Matches sehr wenig, besonders bei 2 Diven Matches. Ja, wie gesagt, ich denke auch, dass Authority gegen Team Cena, dass das sehr lange gehen wird. Ein Random Tyson Kid Match vielleicht. Ja, klar, gegen Cesaro. Ich denke mal, die Jungs stehen da bereit. Kann vielleicht ausfallen, kann stattfinden. Kann 10 Minuten gehen, kann 5 Minuten gehen. Tja. Ansonsten vielleicht ein ewig langes Segment, wie gesagt, so ein Gospel-Sing-Segment mit hier New Day oder wie die Vögel heißen. Haben die eigentlich auch das alte Theme dann von hier, von der, von Priceless? It's a New Day. Ja, ja, wahrscheinlich. Und wird dann recycelt, so wie damals hier die. Welche Diva-Theme war das nochmal? Man einfach weiter benutzt hat. Alle möglichen. Tori Wilson wurde. Ja, Tori Wilson hatte so ein Evergreen. Den hatten dann, glaube ich, ein, zwei. Hat dann Santino, Alicia Fox hat immer noch Marias altes Theme, glaube ich. Ja, Orton hatte This Fire Burns. Das war sogar auch mal ein Pay-Per-View-Theme. Also da haben sie. Ja. Das haben sie hier, All About the Power hatte Justin Gabriel mal, bevor es dann an das Tag Team von Otunga ging. Away, ja. Away, ja, das war aber gut. Hier, Alex the Pack Porto hatte das Steiner Brothers Theme. Sergeant Slaughter hatte das Kurt Angle Theme. Ja. Und der Patriot auch. Ich will das auch haben. Ja. Gut. Mark Kleinmann. Wieder einen halben Roman verfasst. Seit langem mal wieder Raw gesehen und was ich gesehen habe, war viel Müll und Ambrose. Team Cena gegen Team Authority, das größte Match der Series jemals. Genau, Paul. Hast wohl völlig den Verstand verloren. Das Match fehlt es an allem. Die jegliche Star-Power ist komplett nicht vorhanden, außer Cena und Rollins als aufstrebender Superstar. Und dann noch die Teambesetzung, völlig bescheuert. Rusev und Henry in einem Team. Rowan und Cena, Fehde dieses Jahres, völlig vergessen. Cena und Big Show, mehrere Fehden, völlig vergessen. Cena und Ziggler, Fehde auch mal unter den Tisch fallen gelassen. Gut, Cena gegen Ryback haben sie erwähnt. Daumen hoch, WWE, habt ihr toll hingekriegt. Dies ist auch beim Heel-Team so. Henry, Kane, Rollins und Harper hatten alle mal untereinander zu tun. Stopp, bevor du mit der Frage ankommst. Also wenn du jetzt so anfängst, ja, dann hat jeder mal irgendwann mit jedem irgendwas zu tun gehabt. Wenn du jetzt dahingehend die Logik
zerrupfst, nee, ich meine, bei Sachen, die recently passiert sind, also vor kurzem erst, gebe ich dir recht, okay, so Rusev und Henry ist scheiße. Aber so Sachen, die es mal vor 3-4 Jahren gab, das hat der Casual WWE-Fan sowieso schon längst wieder vergessen. Ja, Cena Segler ist eben, ja, mein Gott, pff, lass doch. Cena Big Show gibt's alle 2 Jahre, von daher, Ja, also. Aber stimmt soweit, ne? Kane mag Wobei man sagen muss sogar, dass Cena Segler auch angeteased wurde. Da meinte Segler nämlich irgendwie sowas, als Cena mit ihm geredet hat, Backstage, vor 2 Wochen, glaube ich, war das sogar, dass er jetzt mal auf der Seite von Cena ist. Also Dosi hat das gesagt. Dieses eine Mal, der meinte... Genau, halte ich dir den Rücken frei, genau. Ja, halte ich den Rücken frei, genau. Stimmt. Ja, weil sie, glaube ich, bisher auch immer nur miteinander zu tun hatten, wenn Segler Heel war. Er war ja sehr Ewigkeiten Heel erstmal. Ja, aber dann müsste er ja wieder turnen. Schneidet er sich dann wieder die Haare ab und färbt sich die und. Ja. Nein, furchtbar. Sieht dann wieder random aus. Wie ein Korn. Ja, so wie Evan Bourne in groß. Wo ist der eigentlich? Der kommt doch laut AWO auch jede Woche zurück. Wer? Aber was macht er jetzt eigentlich? Evan Bourne? Ja. Evan Bourne tingelt durch die Indies, war jetzt irgendwie bei AOH. Okay. Mhm. So. Frage 1. Die Mitglieder Cenas, außer natürlich Cena, wurden regelmäßig von Team Authority angegriffen. Wo war aber bitteschön Cena? Spätestens nach dem ersten Angriff auf Segler müsste jedem, auch welchen mit einem IQ von 20, klar sein, dass Big Show und Sheamus in Gefahr sind. Aber Super Cena nicht. Dann noch die Rückkehr von Ryback. Alle haben Angst vor dem großen Monster nach seiner Rückkehr. Davor hat er sich für absolut jeden hingelegt, aber jetzt ist er die Gefahr. Dann noch sein Spitzname Big Guy. Mein Gott, der ist 1,85 groß und war so groß wie sein Ringrichter am Montag. Ryback ging mir bis zur Schulter und als ich dann... Und ihn dann als Big zu bezeichnen. Mein Gott, Vince und Paul, ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und den ganzen anderen Müll würde ich gern vergessen. Wyatt, langweilig. Dann noch das Bunny, der am liebsten die Rose bestäuben möchte. Really, WWE? Dann lese ich heute Morgen, die erweiterte Stipulation Team Cena wird bei einer Niederlage gefeuert. Klasse, WWE. Komplett Spannung. Wenn noch irgendwelche vorhanden war, gekillt. Cena und feuern. Jupp, wer es glaubt, wird selig. Dann noch irgendein Deven Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match, welches keinen Menschen interessiert, auf die Card ohne Story und sonst was hingeklatscht. Letzte Frage für heute. Da ja der Pay-Per-View in St. Louis, Missouri stattfindet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisser Randy... Also bevor JFK gleich Orton sagt, mit den ganzen anderen Quatsch mal aufzufassen, ja, Big Guy bedeutet ja nicht nur Körpergröße hochgestreckt, sondern Big Guy kann ja auch sein, weil er eine Kante ist, ein breiter Kerl. Na, sehr Big E oder Rusev, ja. Die werden ja auch als Big Guys verkauft. Orton, der Authority ein Bein stellt und am Ende Ryback, einer von den 2 Survivors, den anderen nämlich Cena, welche Überraschung attackiert. So, genug aufgeregt, euch noch einen schönen Gruß und hoffe mal, dass es... Was? Hoffe mal, dass es Isco noch gut geht wahrscheinlich und nicht beim vielen Ranten sich was getan hat. Ja, er macht da weiter, wo er aufgehört hat. So. Dankeschön. Eine persönliche Sache nochmal, Kleinmann. Ich glaube, in den Kommentaren zur letzten Ausgabe hat er gemeint, dass ich Sky Go empfohlen hätte in dem letzten Part. Ich meine, da hat sie mich mit dem King mal wieder verwechselt. Ich glaube auch nicht, dass er es empfohlen hat oder so, aber ich meine, er hat darüber gesprochen. Ich nutze Sky Go gar nicht. Das ist auch kein Wunder, weil euch beide kann man echt on tape nicht auseinanderhalten. Och. Ja, ich habe mehr Charme in der Stimme und der King mehr Klasse. Also, ich meine, ich habe ja King jetzt... Was auch so lustig ist, ich habe ja jetzt King auch mal im realen Leben getroffen und seine Stimme ist im realen Leben sehr viel weniger basslastig als am Mikro. Hat man jetzt auch mit dem Handy gemerkt, als er mit dem Handy mal getaped hat. Ja, fand ich auch. Da kam noch so ein bisschen mehr. Ja. Natürlich. Zum Tragen. Gleiches Phänomen übrigens bei Pascha. Also der klingt ja nun enorm tief on air. Aber wenn man ihn dann mal live so hört. Nein, jetzt mach mir das nicht die Illusion kaputt. Nein, ist gut, ich sag nichts mehr. Der will mir kämen. Nein, so, auch nicht, aber. Ja, es nee. Ist. Wer? Nein. Och
Mensch. Kelle. Johannes Schmidt. Die Idee bei Survivor Series Team Authority gegen Team Cena zu stellen, finde ich gar nicht so schlecht. Vor allem die Stipulation macht das Match jetzt interessant. Aber ich finde, die Idee kommt zu spät. Hätte man das Match letztes Jahr gebucht, wäre es bestimmt spannender geworden. Als Shield, Orton und Kane noch auf der Seite der Authority standen und Cena, Bryan und Punk noch auf der anderen Seite. Das hätte doch Potenzial. Wie seht ihr das? Ja, Punk war ja immer ein bisschen unstable. Bryan hatte das Verletzungspech, aber ich glaube, er will gar nicht so die Praxis durchgehen, sondern mehr die Theorie. Ja, wobei ich dieses Team Authority zumindest von der vom Look oder vom Papier her ziemlich stark finde. Es ist natürlich furchtbar, die Zusammenstellung, weil sie keinen Sinn macht, aber ich will es jetzt gar nicht so schlecht reden, weil das ist schon eine ordentliche Packung eigentlich. Ja, dann erklär mir mal bitte, mit wem du dann Team Cena noch aufstocken willst, wenn da die drei stehen, noch mit Ziggler und Sheamus oder was? Oder vielleicht mit Bray Wyatt, weil der gegen Shield was hatte. Ja, Team Cena, das krankt ja sowieso. Big Show, der hatte doch damals die Fehde gegen die Authority. Big Show hat alle 5 Minuten die Fehde gegen irgendeine Authority. Ja, ja. Ja, der ist auch meiner Meinung nach der Einzige, der wirklich was gegen die Authority hat. Das mit Dolph Ziggler hat man so ein bisschen gekünstelt dahingepackt, so, aber Big Show, der hat ja wirklich schon so eine längere History mit der Authority. Ich hab einen Ironclad. Letztes Jahr war er ja Main Event bei der Soße. Ich hab einen Ironclad Contract, dann habe ich kein Geld mehr, dann muss ich wieder heulen. Da gab es ja noch einen Gürtel und ein Gürtel-Match. Und ja, den hätte man da noch mit hinstellen können ins Team. Big Show passt halt immer in so ein Team-Obrigkeit. Tja. Weiß ich nicht. Nisko? Mir egal. Okay, ihr habt es bestimmt schon gehört. Letztes Wochenende war die WWE in Frankfurt. Ich hoffe, Nisko ließ sich den Auftritt von Chris Jericho nicht entgehen und war auch da. Nee. Dort konnte ja Wiese seinen ersten Gastauftritt feiern. Sogar in Raw wurde es angesprochen. Ich war live dabei und die Publikumsreaktionen für ihn waren doch schon ordentlich, auch wenn einige gerufen haben, Wiese Sachs. Leider bliebe wir Wiese-Gegner in der Minderheit, aber wie seht ihr das, beziehungsweise was haltet ihr von ihm? Glaubt ihr, dass er es wirklich in die WWE schafft? Weiß nicht, aber ich habe mir die Videos angesehen. Ich fand das eigentlich ganz cool. Er hat den Look auf jeden Fall. Eben. Ja, ich bin Werder Bremen-Fan, also ich weiß, was ich an dem Mann habe. Der hat auf jeden Fall Charisma und Ausstrahlung. Und wenn man... weiß ich nicht. Ich kann mir das vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Wrestler von dem Herrn wird. In-Ring-mäßig sehe ich da große Defizite, auch in dem Alter erst mit der professionellen Ausbildung anzufangen und alles. Aber vom Look her, und es ist ja wirklich WWE, und da wird das Wrestling ja mittlerweile nicht mehr erwähnt. Das heißt ja nicht mehr World Wrestling Entertainment, sondern nur WWE. Warum soll man das nicht probieren? Ne? Und für den deutschen Markt ist es auf jeden Fall ein extremes Zugpferd, ne? Wie auch immer man den einsetzt. Oder welche Rolle, man sieht ja jetzt schon das Medieninteresse mit die Zusammenarbeit mit der Bildzeitung und so, das kommt ja nicht alles von ungefähr, ne? Ja. Ich meine, kann mich auch nicht daran erinnern, dass eine WWE-Hausshow RTL erwähnt wurde mit rotem Teppich und ich wollte sagen, es gab Prominenz und so. Ich glaube, Sonja Kraus war auch da. Ja, Sonja Kraus war da, Wiese Serise oder so. Ja. Und die, die hat es auch ziemlich, da sie jetzt aber ziemlich in Kakao gezogen, die gute Frau Kraus. Ist auch schrecklich. Ja, der Ausschnitt war dann auch bei Punkt 12 zu sehen, da gab es einen kompletten Bericht darüber. Ich meine, Christian Jacobi wurde von der WWE eingeladen nach Frankfurt, zum Beispiel auch. Und dann hat dann noch ein Interview über das Thema gegeben am Ende. Also von mir aus kann der Kerl gerne ins Performance Center gehen, wenn es was wird, von mir aus gerne. Wenn es nichts wird, dann ja, tut uns auch nicht weh, denke ich. Schlimmer als Brakus kann er nicht werden. Nee. Also weniger als Brakus. Ich bin zwar kein großer Werder Bremen-Fan gewesen, aber trotzdem war mir Tim Wiese immer sympathisch, weil das noch einer der wenigen echten Typen im deutschen Fußball war. Der hatte halt schon damals auf dem Spielfeld immer Ausstrahlung und es ist ein cooler Typ, ich mochte den eigentlich immer. Also es ist so ein Effenberg-Basler und Kahn-Guy. Ja, Effenberg ist einer meiner Lieblingsspieler überhaupt, weil ist für mich besser als diese ganzen weichgespülten Lahms und... Ich finde Oli Kahn ja gut. Ja, Oliver Kahn natürlich auch. Basler mochte ich auch immer. Aber diese gehört für mich in diese Kategorie und deshalb mochte ich ihn eigentlich immer gerne.
Und als Wrestler, warum nicht? Klar, aber es gibt da mehrere Faktoren, nicht nur das Wrestling natürlich, sondern auch die Sprachbarriere. Also ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass Wiese jetzt der Promo-Gott wird. Nee, nee. Bräuchte er vielleicht so eine deutsche Lana dabei oder so? Was ja, aber so ein Big Guy. Deutsche Lana. Lena. Ja, Lena. Meier. Und dann fährt er mit dem Rasenmäher rein, weil er ja Tim Wiese heißt. Die kann ja auch so viel. Ja, auf jeden Fall, ich kann mir das, ich finde es gut, ich würde es feiern. Tim Wiese, das wäre cool. Ja. Kann vor allem und würde den deutschen Markt sehr viel bringen. Ja, gut. Genau, den nimmt er als Manager, den ja gut Mensch. Ja. Gegen Paul Heyman oder so. Wiese gegen Lesnar. Wiese gegen Lesnar und dann ein Promo-Duell zwischen Brock Lesnar, Paul Heyman und Franz Beckenbauer. Großartig. oder Lothar Matthäus gegen Paul Heyman. Ja, oder Wiese gegen El Torito, ne? Wer weiß. Ja, das ist wahrscheinlich noch am ehesten, aber egal. Ja. So. Squash-Match da. Also ich glaube, nein. Zu guter Letzt. Das letzte Segment bei Raw mit Team Cena und der Authority beim Contract Signing war ja total dämlich. Meiner Meinung nach eine absolute Nullinger-Leistung. Viel lieber hätte ich einen alleinstehenden Cena gegen Team Authority gesehen, aber die WWE musste es natürlich anders machen. Schade ist auch, dass Triple H nicht selber in den Ring steigt. Hatten wir ja auch vorhin kurz angesprochen. Somit bleibt mir nur auf einen Sieg der Authority zu hoffen. Auch wenn ihr jetzt euch jetzt wundern werdet, wo ich die Idee hernehme, aber ich hätte gern ein Team Authority gegen Nexus gesehen. Ich war schon immer ein Fan der Idee von Nexus. Aha. Der Gag ist ja, du hast theoretisch noch genug Leute, die eben irgendwann mal im Nexus waren, um dann 5 Leute hinzustellen. Ich meine, du hast Barra, du hast Slater, du hast Gabriel, du hast Wyatt. Ryback? Du hast Ryback, du hast McGillicuddy. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall genug Leute zusammen, um dann Nexus theoretisch hinzustellen. Baron ja. Young. Ja, aber so in der Praxis, die haben ja alle kein Standing, so ziemlich keiner von denen, so out of nowhere. Weiß ich nicht. Ja, meistens Standing hat fast noch Ryback. Ja, Ryback. Vielleicht meint er auch die New Nexus dann, angeführt von John Cena diesmal, mit Big Show, mit Ryback, mit Eric Rowan und mit Dolph Ziggler. Ja, dann hat er bestimmt noch genug T-Shirts mit dem N drauf und so. Genau, mit so einem schönen Cena. Da wird die alte Theme, die übrigens sehr gut war, wieder eingespielt. Es gibt auf YouTube einen sehr geilen Remix vom Cena-Theme mit dem Nexus-Theme. Das ist sehr geil. Aha. So ein schöner Zusammenschnitt. Dürfen wir leider nicht spielen. We walk. Nein, aber ich, wenn man mich dran erinnert, wenn man mich, ja genau. Wenn ja, man, so stelle ich mir das jetzt vor. Wenn mich irgendein Hörer dran erinnert, sobald die Ausgabe auf Facebook in der Gruppe drin ist, poste ich mal den Link zu dem Video darunter. Ja, das mach mal. Vielleicht kommt ja auch jemand zuvor. So ein Orange oder so. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Talken und einen hoffentlich unterhaltsamen Survivor Series. Dankeschön. Patrick Rain. Raw war richtig gut. Wer was anderes behauptet, hat eine andere Meinung. Zack. PS, an welche Adresse kann ich Isco Herztabletten und Klosterfrau Melissengeist schicken? Naja, natürlich wieder mal diese persönlichen Angriffe von Patrick Gray, kennt man ja. Ja, seitdem er NWO for Life nicht mehr haten kann, ist er aber auch halt ein neues Opfer. Ja, das ist typisch. Ich weiß nicht, ich... Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, Patrick Rain, dann schick mir lieber die Sachen, die du nimmst, dass du diese Scheiße gut findest. Ja, weil du siehst ja auch, ich bin ja nicht der Einzige, der das... Was war das denn? Okay, weiß ich nicht. Hallo? Hallo. Ach, das war eine Parodie von wem auch immer auf Patrick Rain wahrscheinlich. Ach so, ja. Ja, weiß wahrscheinlich ich Arvo. Natürlich. Ich habe ja fast damit gerechnet, dass Patrick Crane hier wieder gegen mich shootet. Aber soll er ruhig machen, mir ist es scheißegal. Navid Erde. Da mir die Spannung auf die Suse völlig den Atem raubt, kurz und schmerzhaft, die drei wichtigsten Fragen, die sich mir stellen. Erstens, wie wird New Day bei der Suse bzw. beim anschließenden Raw debütieren? Mit einer Promo. Mit einem Gospelchor. Die werden, ja... Ja, das ist die Frage, ne? Wer gerade nichts zu tun hat. Ähm,
Ja, Dreier Stable ist eigentlich auch Quatsch. Gibt's jetzt so auch nicht mehr wirklich. Ist auch sofort so ein Gradmesser von der Wichtigkeit, wie ernst man es mit New Day meint. Gehen sie jetzt sofort auf die Tag-Team-Titel, fände ich es etwas schwach. Ja. Also wenn sie sofort in die Division da eingemischt werden. Glaube ich auch nicht. Also erstmal müssen sie ja ihre Message... Oh Gott, das klingt schon wie bei den Wilds damals. Das ist ja furchtbar. Nee, ich glaube nicht, dass sie uns sofort enttäuschen. Ich glaube, ein bisschen was kommt da tatsächlich. Weil die alle irgendwie... Das sind einfach Typen. Das sind Charaktere. Und da kann man was draus machen. Ja, so. Weiß ich nicht. Vielleicht stellen sie sich so vor die Kommentatoren und fangen was mit denen irgendwie an. So nach dem Motto, was erzählt ihr da eigentlich? Seid doch mal hier, JBL, sei doch mal ein bisschen fröhlicher und oder so. Ich glaube, das machen die allgemein mit dem Publikum einfach, dass die wirklich reinkommen, vielleicht sogar im Gospelchor oder haben halt das Team. Ja. Und dann kommen sie rein und Xavier Woods hält dann eine Promo und dann kommen und ich weiß nicht, dann gibt's direkt so ein überschwängliches Christengelaber oder halt New Day-Gelaber einfach und damit zeigen sie direkt, dass sie das völlig übertrieben meinen und dann redet Kofi auch noch irgendwas in der Richtung und natürlich Big E und dann damit ist klar, sie sind Heel und das wäre gut und dass sie dann irgendwo dann halt in der Midcard vielleicht irgendeinen Eingriff noch machen bei, weiß ich nicht, bei den Usos oder so, keine Ahnung. Oder sie kommen raus, stellen sich in den Ring und lachen. Die Woche später kommen sie dann raus, stellen sich in den Ring und weinen. Ja, komm, JFK. Kommen sie raus und machen gar nichts. Und dann irgendwann vom Rumble sagen sie, ja, in 2 Wochen beim Royal Rumble bin ich dann auch dabei. Was ich mir gut vorstellen kann, wo du das mit dem Happy erwähnt habt. Ich bin ja ein großer Fan von der Serie Dr. House. Und da gibt's eine Folge, so eine Musical-Folge quasi, wo sie singen. Und da gibt's so ein Lied, Forget Your Troubles, Come On, Get Happy. Und das kann ich mir so richtig gut von einem Gospelchor gesungen vorstellen. Das passt. Jedes Gospel-Lied ist so. Keine Ahnung, ich bin nicht so der Gospel-Mensch. Ja, aber das ist doch, hier Gospel ist doch immer die positivste Message, die du dir vorstellen kannst. Das ist doch immer... Ja, und die Thematik ist dann natürlich auch immer... Wird sich denn Bo Dallas auch New Day anschließen? Nee. Wobei es ja schon in eine ähnliche Richtung geht, glaube ich. Ne? Aber ich weiß es nicht. Gut. Da ich ein großer, etwa um die 2 Meter Luke Harper Fanman bin, glaubt ihr, es wird einen Cena Trademark Peinlichkeitsmove mit dem Ziehen am Bart geben? Ja, da stehen sich dann Eric Rowan und Luke Harper gegenseitig gegenüber und zupfen sich beide am Bart rum. Ja. Wie so ein Barfight, nur dass sie dann immer zupfen. Ja, so wie bei Bud Spencer früher mit den Ohrfeigen und am Bart ziehen. Tja. Bis einer keinen Bart mehr hat, oder was? Ja. Und das ist aber hart dann. Es gibt ein Beard gegen Beard Match zwischen Luke Harper und Eric Rowan. Razor on a Pole Match oder so. Scott Hall on a Pole? Ja. Ja. Sehr gut. Auf welches Körperteil wird Nikki Bella bei AJ tappen? Gar nicht, die wird nämlich gewinnen. Wahrscheinlich. Ich hoffe, euch mit meinen ehrlichen, überbrodelnden Interessen an diesem Event nicht verschüchtert zu haben und wünsche mir euch und vor allem mir viel Spaß beim Hören dieser Moontalk-Ausgabe, den ich wohl hatte. Ja, dann viel Spaß. Ja, viel Spaß bei der Ausgabe. Ja. Jetzt noch. Patrick Rain, Big E, Kofi und Xavier Woods werden schön vom Live-Gospel-Chor reingesungen. Ja, hatten wir schon. viel Spaß. Was? Bei dem Namen. Theodor Tetrodotoxin. Das war, glaube ich, mal hier Mitch Malone, oder? Keine Ahnung. Ja. Nach den ganzen Rants der letzten Wochen will ich dem jetzt mal was Positives abgewinnen. Die Suse kommt, wird gehen und dann ist das Seuchenjahr 2014 fast rum. Hab so das Gefühl, dass Stamford auch sagt, komm, war Mist mit 2014, ziehen wir noch irgendwie durch, bring nicht jeden Gesunden zurück und starten 2015 neu durch.
wirkt langsam so und ich kann es sogar mittlerweile verstehen. Ich will echt nur noch fertig werden mit WWE 2014. Ja, durchspielen. Brian wird mir auch wieder viel zu oft genannt, als dass er noch lange dauerverletzt sein könnte. Juhu, 10 mehr oder weniger wohlgeformte Diven auf der Card. Na, wenn das mal kein Erlebnis wird. Können sie sich ja wieder anzicken, wer bei Total Divas die schiefsten Bilder malt. Bray und Dean sitzen weiter in der Buddelkiste und bewerfen sich wie sture Kinder mit Sand und keiner versteht den Streit um die Förmchen. Dies Jahr erwarte ich eigentlich von der WWE nichts mehr, hoffe mir aber ein fulminantes Comeback bzw. ein furioses Debüt. Wen würdet ihr euch für sowas wünschen? Danke für die Aufmerksamkeit und redet gern immer wieder voller Eifer von den vergangenen großartigen Pay-Per-Views aus den alten Tagen. Allein letzte Woche konnte man das Leuchten in den Augen bei JFK geradezu hören, als es um die SUSE 93 ging. Eure Inbrunst ist auch ein guter TV-Guide im Network. Ah, okay. Anstatt blind irgendwas zu wählen, hat man ja die Tipps mit Sternchen, da der Normalo ja nicht alles so im Kopf behält, wie das bei euch ja scheinbar der Fall ist. Ja, super. Also wenn wir jetzt hier Programmtipps geben, ist doch wunderbar. Ja. Ja, fulminantes Comeback, furioses Debüt. Fulminant this, ist schwierig. This ain't no Maple Leaf. Come on. Oh, was sagst du? Ja, open genau. Your eyes and see. Maple Leaf. Schön. Hey Williams, ja. This ain't no Maple Leaf. Ach so. Fulminantes Comeback für nächstes Jahr, oder was? Wie meint er das? Nee, bei der Suse jetzt. Bei der Suse. Ja. Vince. Ich hab das so verstanden. Er erwartet sich da wenig und das könnte nur noch so ein furioses Comeback oder fulminantes... Kurt Angle. Ach, Quatsch. Den würde ich mir wünschen, dass es nicht dass es passieren muss. Baba Ray Dudley. Oh, nee. Geil. Wer? Der Corporate Bully. Der Corporate Bully. Nee, Bully darf er da nicht heißen. Das verstößt ja gegen die Corporate Baba. Das ist ja die hauseigene Kampagne da. Don't be a Baba, be a... Don't be a be Bully. A Bully. Yeah. Don't be a Bully, das könnte aber für Seamus was sein. Ja. Seamus gegen Baba Ray Dudley. Hm. In einem No Bully Barrett Match oder irgendwie sowas. Ich kann mir aber... Ja, nee, also Wade Barrett... Ich kann mir die... die Dudleys nächstes Jahr in der WWE Hall of Fame vorstellen, eventuell. Mhm. Dann hätten sie ganz schön abgestaubt, ne? Zwei Hall of Fames in einem Rutsch. Viel zu früh. Ja, das ist 90% der aktuellen WWE Hall of Fame, Isco. Nee. Also Edge ist viel zu früh. 90% der aktuellen Hall of Fame. Die jetzt so reinkommen. Ja. Also die letzten Jahre sind deutlich viel zu früh. Edge ist viel zu früh. Ja, eins. Okay. Michaels, Austin, Eddie richtig. Guerrero. Eddie, posthum ist okay. Nee. Ja, das ist wahrscheinlich aber auch, um die jüngere Generation so ein bisschen anzusprechen. Noch, ne? Dass man immer so ein Zugpferd da reinpackt, das noch gar nicht so lange inaktiv ist. Und wo es eigentlich noch viel zu früh wäre, um da vom Hall of Famer zu sprechen. Ich meine einfach, dass das Publikum, das ja größtenteils auch ziemlich jung ist, das dann auch so ein bisschen mitverfolgen kann oder so. Austin ist aber nicht zu früh eingekommen, finde ich nicht. Er hat schon irgendwie 8 Jahre vorher die Karriere beendet. Mhm. Das ist ja, aber so Leute, die ein Jahr danach oder... Ja, aber Edge oder ja, so. Ja, aber das sind ja nicht 90% der ganzen Leute, die reinkommen. Das ist ein Edge, das ist von mir so ein Eddie Guerrero. Und dann hört Shawn das auch langsam... Michaels. Ja, okay, von mir ist auch Shawn Michaels, aber dann hört Mick das auch Foley. Langsam auf. Mick Foley? Na, der könnte schon noch, wenn er will. Also, der kann nicht mal gerade auslaufen mehr. Ja, aber er tritt ja noch auf, wenn er gefragt wird. Ja, das ist ja was anderes, auftreten, als was anderes, als aktiv irgendwas zu tun. Ich meine, Jerry Lawler und Jim Ross sind auch als aktive Kommentatoren da reingekommen. Ich finde auch Hogan zu früh, ehrlich gesagt. Der war schon 2005. Ja. Ich meine, wenn man mal so sagt, es gibt so Leute, die gehören da für mich eigentlich noch rein, bevor so neuere Gestalten kommen. Also für mich, okay, Razor ist mittlerweile drin. Ein Earthquake zum Beispiel, die Steiners. Razor ist auch zu früh. Naja. Ja. Quatsch. Doch, alle, die... Ja, okay, Karriere beendet, aber trotzdem, die sind einfach noch zu präsent. Aber du kannst präsent doch keine, in den Köpfen, ja. Das kann man auch schwer irgendwann irgendwas messen. Aber du kannst doch nicht irgendwie nur Leute von Anno Tobak nehmen, die keiner so mehr kennt.
Ja, das ist es, glaube ich, auch, warum WWE das nicht macht. Das habe ich ja gerade so ein bisschen probiert zu erklären, dass man immer so ein paar Leute halt nimmt, die man eigentlich so von unseren Empfinden her als zu früh empfinden würde, aber einfach nur um das jüngere Publikum, dass sie überhaupt jemanden in einer Hall of Fame-Zeremonie kennen. Sonst gucken die sich das ja auch überhaupt nicht an, wenn die gar keinen kennen. Ich meine, sowieso Earthquake könntest du zum Beispiel nehmen, die Steiners. Eben. Vielleicht so 30 Jahre nach dem Debüt oder so. Man kann da ja keinen. 30 Jahre, nein. Ja, oder so und so viele Jahre nach dem Retirement, ab einem gewissen Alter. Das ja, aber man kann da keine. 30 Jahre nach dem Debüt, da sind wir schon wieder bei Arno Tobak. Man kann ja, ja keinen. Wenn Tim Wiese jetzt debütiert mit 35 oder 36 und dann 30 Jahre nach dem Debüt, ja gut. Dann kommt er in die Soccer Hall. Ja, ich meine, Isco würde es nicht gerne hören, aber sowas wie ein Teddy Long oder so, oder ein, könnte ich mir vorstellen. JBL sogar mittlerweile auch, auch wenn der viel zu früh wieder wäre, aber. Tischter. Dann aber APA wahrscheinlich, oder nicht? Ey, der Simmons ist auch schon drin. Ja, ne? Ja, aber doppelt. Ric Flair ist. Ja, ich finde doppelte Hall of Fame sowieso zum Kotzen, also. Ja, da hat man jetzt einmal mit angefangen, dann wird man das aber auch weiter. Was heißt denn hier 30. Ja, nun ist er weg. Mit APA kann natürlich auch noch hier Jacqueline rein. Oh ja. Hm? Ja, aber ich meine, du hast momentan so viele zukünftige Hall of Famer rumrennen, also dass ein Big Show irgendwann mal in der Hall of Fame landen wird, ist glaube ich klar. Ein Kane, Big Show ist auch vollkommen klar. Ein Taker, Cena sowieso, Rock. Ach, mit Johnson. Der ist nicht so, aber Rock steht zum Beispiel noch aus. Ja, aber bei Rocky wird man, glaube ich, warten, bis er sein letztes Match absolviert hat. Also ich denke mal, ein, zwei WrestleMania-Matches sind da schon noch in ihm drin. Ja, wer ist denn noch so? Goon, TL Hopper, Duke Josie. Die Sache ist einfach, dass man auch aus der Vergangenheit gar keine Leute mehr hat, weil alle in der Hall of Fame sind. Du kannst ja nicht hier die ganze Zeit. Es wird ja immer gemeckert hier, dass ein Coco Beware reingenommen wurde zum Beispiel. Wen soll man denn sonst aus der Zeit nehmen? Alle sind doch schon weg. Oder hat dürfen man noch nicht. Irgendwie oder dürfen nicht, eben. Und klar hat man noch diverse Leute, irgendwie stehen da noch aus, aber das sind halt, das sind Kaliber, die den Main Event machen können. Mr. Perfect zum Beispiel. Der ist schon drin. Wann ist der denn reingekommen? Im selben Jahr wie Eddie. Echt? Ja. Oder ein Jahr später, der ist schon drin. Mr. Perfect ist definitiv schon ja. drin. Ich glaube, der ist im Jahr mit Dusty Rhodes, glaube ich, rein. Dann gibt es aber trotzdem noch so Leute wie, ja gut, Roberts ist jetzt auch drin. Savage. Piper, ist der schon drin? Ja. Ja, ja. Savage. Savage natürlich, ja. Sid Vicious. Sid, ja. Natürlich. Nash. Bei Savage ist das doch, glaube ich, auch so ein familiäres Problem, ne? Dass die Familie ja, dann. Ich glaube, nee. Savage hätte angeblich vor seinem Tod gesagt, er will nur in die Hall of Fame, wenn sein Vater und sein Bruder auch reinkommen. Ja, und die beiden beharren da jetzt so ein bisschen drauf, sonst hätte WWE den Macho Man wohl schon aufgenommen. So nee, der hat wieder mittlerweile eingelenkt hier, der Poffo da. Ja, das wäre zum Beispiel auch ein guter Klassenanführer oder Klassensprecher oder wie man auch immer sagt, dann da Zugpferd. Die werden keinen Toten als Zugpferd nehmen. Miss Elizabeth ist doch schon drin. Ja gut, da hast du natürlich recht. Nee, Miss Elizabeth ist noch nicht drin. Nee? Oh. Die einzigen drei Frauen oder vier Frauen sind Trish, Lita, May und hier, nee, sogar Ola. Fünf. Sogar ein paar mehr, da ist noch eine andere drin. Sherry. Was Sherry und diese komische da von der Musikfirma da. Was ist denn jetzt Lauper. Mit Lex Luger? Der wäre eine Möglichkeit. Ja, aber Lex Luger ist auch das ist ja halt auch wieder so ein Problemkind. Das ist ja auch dasselbe. Voll und ganz. Deswegen habe ich auch so vorsichtig gefragt. Das ist auch dasselbe wie mit dem Warrior gewesen. Und dann waren die Probleme beseitigt. Ich meine, direkt in die Hall of Fame getan. Das sind halt diese Beispiele. Man muss dann halt einen Edge zum Beispiel mal nehmen, auch wenn das scheiße ist, als Headliner, aber man hat einfach keine anderen Möglichkeiten mehr. Man hätte du kannst ja nicht. Du kannst ja hier nicht hier irgendwie, was weiß ich, Teddy Long als Main Attraction. Obwohl er reingehört eigentlich. Teddy Long gehört da rein. Man hätte ja in New Jersey damals wirklich Bam Bam und Luna nehmen müssen. Ja, Bam Bam. Ist genau wieder einer. Sting ohne einziges WWE-Match? Wird ja, reinkommen. Schwierig. Der wird reinkommen. Es kommen auch Leute in die WWE Hall of Fame, die noch nie in der WWE aufgetreten sind. Hier Inoki. Deswegen, ich bin auch irgendwie dabei mit Crush. Ja, Crush zum Beispiel. Ich wäre auch, würde auch mit Stan Hansen oder mit Great Muta.
Great Muta. Oder man weitet den Celebrity Wing noch so ein bisschen aus. Kann man noch Grumpy Cat aufnehmen und Pamela Anderson. Pamela Anderson, manchmal. Das wäre doch was. Und diesen komischen einen Guest Referee von WrestleMania 2, den wir im Quiz nicht wussten. Wer ist das? Ja. Leslie Nielsen kommt dann auch in die Hall of Fame. Ja. Weil Taker gesucht hat. Also ein Celebrity kommt ja jedes Jahr. Und dann macht man halt nächstes Jahr etwa drei Stück oder so. Oder drei. Langsam gehen denen aber auch die Tech-Teams aus. Ben Rüdli-Schüler. Dulee Hill. Genau, hier, der Typ von Robot und der Typ von Robot Chicken. Wie hieß der nochmal? Und hier Cheech und Chong und der komische Boxer da, Cedric's Entertainment, Referent L. Sharpton und so Zeug. Lass mal weitermachen. Ja, ist ja. Ja. Ist wohl besser. Special demnächst. Ja, so, Chris Eckel. Muss ich jetzt spontan an die Switch-Parodie von RTL aktuell denken. So, meine Fragen beziehen sich auf die WWE-Logik. Erstens, kann Cesaro nicht zählen oder warum wechselt er zu einem Team, das schon 5 Mitglieder hat? Ja, das ist natürlich schlecht, wenn man in der Bank arbeitet und nicht zählen kann. Tja. Schweizer Goldbank. Das ist nicht gut. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht Cesaro noch dümmer dargestellt wird. Ja, das fehlte noch. Vielleicht einfach nur, um seine Position bei dem Brawl, sofern er denn entstehen sollte, darzustellen. Zweitens, Swagger musste das Team Cena verlassen, weil er verletzt wurde. Gestern bei der Main Event Show war er wieder fit. Warum ist er bei Raw nicht als Sheamus Ersatz anstelle von Rowan rausgekommen? Ja. Weil er Sepp Coulter den Bart bürsten musste. Drittens, auch wenn es nur eine Hausshow war, aber letzte Woche in Frankfurt teamte Alicia Fox mit Ray und Cameron gegen Naomi, Emma, Natalia. Warum ist sie jetzt bei der Suse im Team von denen und teamt gegen Ray und Cameron? Weil es völlig egal ist, wer, wo, wie, warum. So. Ramis Shogli, der Dichter, glaube ich, ne? Genau. Ja, er hat geschrieben, wie er ausgesprochen wird. Das habe ich jetzt hier nicht vorliegen. Es tut mir sehr leid. JFK keine Lautschrift vorbereitet. Ich glaube, Ramis Shogli war richtig. Ja, gut. JFK ist auch der schlechteste. Ja. Kann gar fast nicht. Fast so schlecht wie Bray Wyatt. Da Herr Kleinmann meine Gedanken zur Suse schon wunderbar zusammengefasst hat, komme ich gleich zu meinen Fragen. Erstens, nachdem Michael Cole den Beitritt von Eric Rowan zu Team Cena so unfassbar abgefeiert hat, würde ich gerne wissen, unter welchen Bedingungen ein Kommentator mit seiner Reaktion übertreiben darf, um das Produkt besser dastehen zu lassen, und ab wann wirkt es unglaubwürdig? Es wirkt immer unglaubwürdig bei Michael Cole, wenn er sagt WWE, dann wenn er sich über irgendwas freut, was passiert, weil alles scheiße ist. Glaubwürdig ist auf jeden Fall JBL, der immer traurig ist. Und Jerry Lawler, weil er Mountain Dew trinkt. Finde ich übrigens gar nicht so schlecht. Es hat ein bisschen was von, Achtung, Schleichwerbung, River Limette. Also, ich finde eher, das schmeckt wie verdünnte 7-Up. Überhaupt nicht. Und im Nachgeschmack so ein bisschen Lolli, aber so ein bisschen, ja, das weiß ich auch nicht. Das ist ein komischer Nachgeschmack, aber es schmeckt nicht schlecht. Du hast aber den deutschen Stuff gesoffen, oder den echten amerikanischen. Ist da ein Unterschied? Ja, weil in Amerika ist Mountain Dew ein ziemlich übler Energy Drink und bei uns ist der einfach komplett kastriert. Ach so, ich dachte, ja, ich habe mich da auch mal informiert jetzt. Genau, ich habe mich ja informiert. Kickstart ist der Energy Drink von Mountain Dew. Ja. Mountain Dew gehört zur Pepsi Cola Company. Zumindest hier in Deutschland, ne? Ja. Ja, und das ist halt nur in Amerika erhältlich. Kann man sich für Interessierte, wenn die Hörer das trinken möchten, kann man sich, glaube ich, irgendwo als Importware bestellen lassen. Ja, genau, Amazon. Da gibt es ja mittlerweile alles. Für 3,50 Euro und aufwärts die Dose. Ne? Gibt es auch in Wildkirsche und was weiß ich. Dann kann man dann wie Jerry Lawler oder wie Renee Young am Panel dann da oder Alex Riley sich so ein Döschen Kickoff dann genehmigen. Ich kann nur übrigens nur jedem Menschen davon abraten, sich die Cherry Pepsi aus Amerika zu gönnen. Das habe ich einmal gemacht. Das schmeckt wie Popcorn, wo du Kirsche drüber gekippt hast. Aha. Ja, weil in Amerika kannst du ja richtig viel Geld verdienen, wenn du Getränke mit echtem Zucker anbietest. Im Regelfall ist das nämlich kein Zucker, sondern nur Mais.
Ja, High Fructose Corn Syrup und deswegen schmeckt halt alles nach Mais da. Und nach Chlor. Auch schön. So. Jim Ross zum Beispiel hat meiner Meinung nach meistens der Situation entsprechend reagiert und sein Good God Almighty nicht für jeden x-beliebigen Jobber rausgeschrien. Ja. Ja, JFK, du hast doch mal kommentiert. Ich habe nie Good God Almighty geschrien. Ich habe versucht, jeden so vernünftig wie nur möglich darzustellen. Man muss ja auch so ein bisschen auf die Charaktere eingehen. Wenn jetzt Michael Cole natürlich Eric Rowan abfeiert und keiner weiß wieso, nur nach dem Motto, ah, der kam ja letztes Mal vorbei und hat nach Ski gefragt. Und nach Katzen. Ja, das ist... Pff. Eric Rowan steht halt auf Pussy. Ja. So, zweitens, wieso muss Ryback eigentlich erst wochenlang überzeugt werden, Team Cena beizutreten, wenn er sich doch endlich an Seth Rollins rächen könnte, nachdem dieser ihm zu Shield-Zeiten, da haben wir es wieder, gefühlte 50 Triple Powerbombs verpasst hat. Wenn man schon Cena-Ryback-Segmente von vor einem Jahr rauskramt, kann man wohl auch noch daran denken. Übrigens, so. Dieses tolle Cena-Ryback-Segment, habt ihr es gesehen bei Raw, wie das eingeblendet wurde? Das kam bei Superstars und da wurde dann gezeigt, letztes Jahr bei Raw. So haben die das eingeblendet. Bitte mal drauf achten. Mir nicht aufgefallen. Ja, die haben erst Superstars eingeblendet und dann kam da letztes Jahr bei Raw. Ja, ja, jetzt wo du es sagst, ne? Ganz unterbewusst. Ne? Ich dachte auch, hä, bei Superstars haben wir das stattgefunden, weil das so anfing da. Dann haben sie die Raw-Bilder dann da gekauft. Ja. Drittens, gab es jemals eine Erklärung, warum Triple H nicht selbst in den Ring steigt, obwohl laut ihm die WWE enden würde, sollte Team Authority verlieren? Hatten wir schon. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der SUSE. Ja, ist ja gut. Marius Gillert sagt mir auch noch nichts. Herzlich willkommen. Nicht zur SUSE speziell, aber wo glaubt ihr, will die WWE mit Tyson Kidd hin? Weiter in NXT mit neuen Leuten gute Matches raushauen oder wird das ein ernsthafter Versuch, ihn in den Main-Shows zu etablieren? Mit der Story auf jeden Fall. Nee, Marius, muss ich dir, glaube ich, weiß ich nicht, ob du Tyson Kidd-Fan bist, so ein bisschen die Illusion nehmen. So gut er auch im Ring sein mag, aber ich glaube, das wird nie irgendwie für einen ernsthaften Versuch mehr oder generell in den Main-Shows reichen. Das ist einfach nur ein Genieß jetzt die Zeit, wo er da so ein paar Matches gewinnt, Storyline halber und so, aber. Richtig, das ist keine Storyline der WWE, das ist. Merkt man das selber. Das ist eine Storyline von fucking Total Divas. Die sind halt gerade in dem Zeitpunkt da vom Ausstrahlen da, wo Tyson und Natalya ihre Ehekrise haben, die sie übrigens auch schon seit 8 Wochen bei NXT haben. Die wird jetzt halt in die Main-Shows weitergezogen. Und nur weil das gerade bei Total Divas so ist, muss es halt bei WWE auch so gemacht werden. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde mich eigentlich freuen, wenn Tyson Kidd eine vernünftige Story kriegen würde. Egal, ob das jetzt ja, mit Nettie zusammen ist oder nicht. Und so. Aber ich glaube es nicht. Nee, dafür hat er bei WWE einfach auch schon so viele Jahre und so viele Sachen auf dem Buckel. Squash-Matches über sich ergehen lassen müssen. Er ist aber auch ein Pechvogel. Ne? Er wurde ja von Punk sehr gelobt und dann hat er sich ja seine starke Verletzung zugezogen und war fast ein Jahr außer Gefecht. Ist natürlich schon krass, ne? Also das ist... Das erinnert mich an dieses, wo du Squash-Matches hast. Da gab es dieses eine Match, wo er Jericho irgendwie gequittet hat und dann sagt er, ja, du bekommst deinen Spot in irgendeinem Match wieder, wenn du ein Handicap-Cage-Match gegen die Hart Dynasty gewinnst. Und wo dann irgendwie die den Jericho verkloppen, David Hart Smith einfach aus dem Käfig klettert und dann Tyson Kidd im Ring dann von Jericho noch platt gemacht wird. Mhm. Weißt du Bescheid? Ja. Wo er dann im Anzug wresteln muss gegen die beiden, das war sehr lustig. Gut. Und zu guter Letzt haben wir Michael Gödertz. Hallo, werte Talker. Da ihr sicherlich das meiste schon besprochen habt und Isco hoffentlich nicht schon auf Herztabletten angewiesen ist, habe ich eigentlich nur eine Frage. Glaubt ihr, es kommt zu einer Fehde zwischen Triple H und Ryback nach der SUSE? Es gab ja diesbezüglich einige Anzeichen.
und findet ihr den Aufbau von Ryback seit seiner Rückkehr gut bzw. glaubhaft? Glaubhaft auf keinen Fall. Gut schon eher. Ich bin sehr positiv überrascht, weil dieses Feed Me More ja wieder aus dem Nichts einfach aufgenommen wurde. Das war auch generell immer over. Es ging dabei nie um Ryback. Da hättest du jeden Schmock hinstellen können, solange du Feed Me More chanten kannst. Das wäre soweit von mir. Macht weiter so, ihr seid spitze. Dankeschön. Dann drück mal Refresh. Dankeschön. War da noch was? Ja, Navid hat nochmal was geschrieben. Ach, Navid hat nochmal was. Ja. Okay, Entschuldigung, ich wollte nichts unterschlagen. Aber mal kurz, während du nachguckst, ja, Ryback gegen Triple H. Gab's das nicht irgendwie schon mal? Bitte? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Gab es nicht. Und wenn jetzt wirklich Ryback der Ersatz für Reigns ist oder so? Würde es passen. Gibt es ein Sledgehammer-Ladder-Match zwischen Ryback und Triple H? Ja, aber dann vielleicht mit dem Unterschied, dass Ryback das nicht gewinnt und Reigns hätte das an dessen Stelle. Ah, hier, Navid hat das auch entsprechend verarbeitet. Ach, Quark, Ryback ist nur der Lückenfüller des Monats, wie davor Dean Ambrose. Bald kommt Reigns wieder, der dann länger diesen Spot bekommt. Die WWE juckt überhaupt nicht, wer auf dieser Position steht, da er früher oder später ohnehin gegen Cena eingetauscht wird. So, das ist die traurige Wahrheit. Kann man so sehen, habe ich ja auch gerade gesagt. Wenn Reigns das Match gegen Triple H kriegt, dann wird das wahrscheinlich sogar gewinnen. Und wenn Ryback das kriegt, dann verliert das einfach. Der ist jetzt nur der Platzhalter da. Ähnlich sehe ich das auch. Ja, und das ist ja schon so ein Kuriosum mit den Chants. Ne? Dieses Feed Me More, das ist dann halt einfach over, so wie die Yes-Chants. Die sind ja auch immer noch over, obwohl Daniel Bryan seit Monaten nicht mehr in den Shows ist. Aber wenn Brie Bella die noch so schlecht anstimmt, aber die sind ja immer noch trotzdem over und sie kriegt ja immer noch Reaktionen damit. Ja. Ja, und Steph nutzt das ja auch. Würde sie sicher auch nicht tun, wenn man das fallen eben lassen würde, bewusst. Ne? Also da scheint wohl noch was dran zu sein. Gut. Ja. Ich glaube, das war's dann. Und wenn ihr noch irgendwas habt, irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche spontanen Eingebungen, was noch bei der SUSE passieren könnte, dann bitte jetzt. Ansonsten können wir das hier eigentlich auch abrappen. Oder? Denke ich. Scheinbar nicht. Isco hält sich sowieso zurück, weil er völlig lustlos, völlig neben der Spur ist und gar nicht mehr weiß, wie ihm geschieht bei den ganzen tollen Sachen, die WWE uns bietet. Ja. Ja, vielleicht wird's ja. Ich würde es mir eigentlich wünschen, so wie damals mit Raw, 1000, dass Isco einfach mal aufnimmt, während er die Series guckt und einfach mal so eine 3-Stunden-Audiospur von Isco, wie er über diesen Pay-Per-View rantet. Gottes Willen. Nee, das ist ja leider auch echt, das ist nicht künstlich. Und wir wissen, Isco kann sich eigentlich immer für irgendwas begeistern. Aber diesmal war einfach die Luft raus. Das ist auch schlimm, weil das tut echt weh. Tja. Es zieht mich richtig runter. Es ist furchtbar. Also so schlimm fand ich die WWE, glaube ich. So wie jetzt fand ich sie, glaube ich, noch nie. Das ist wirklich so der absolute Tiefpunkt, der jetzt gerade erreicht ist. Ja, das ist aber ganz, ganz schlimm. Sie ist positiv, Isco, kann nur aufwärts gehen. Ja, ich weiß. 2015 wird das Jahr schlechthin. Von TNA. Ja, dann kostet auch jeder Pay-Per-View nur noch $10. Und ja, muss man sich halt Global fragen. Global Force, auf jeden Fall. Ja. Global Force wird groß. Ja. Denn die haben Jim Ross. Größer ja, seid da mal nicht so voreilig. Erstmal gucken, wie das überhaupt wird, Global Force. Ob das nicht nur so ein loser Verband wird, der einfach nur liegen irgendwie da als Schirmherr ausnimmt, bis das Ganze wirklich Form annimmt. Weiß davon gehe ich aus, ja. Aber ist auch egal, können wir irgendwann anders besprechen. Ich will hier aufhören. Ich bin raus, scheiß WWE, ich hasse euch. Gut. Also nicht euch, sondern die WWE. Ja. Das Mooniverse hasse ich auch nicht. Ich liebe das Mooniverse. Ich habe keinen Bock auf die SUSE. Ich werde es mir irgendwann ansehen, kurz vorm Taping. Vielleicht lese ich mir auch nur den Bericht durch. Oh, was? Nein, Quatsch, ich werde mir das schon irgendwie reinwürgen, den Scheißdreck. Ja. Tschüss. So. Dann sweept Isco jetzt, pass auf.
Ja, genau. Ja. Mit, nee, komm. Gute Nacht. Gute Nacht, ja. Viel Spaß euch allen bei der Suse. Es ist immer noch die Suse und es ist immer noch ein Big Four und ein traditioneller Pay-Per-View. Und sie haben es auch öfters mal gehypt, jetzt die Kommentatoren. Und Vince ja auch, der zweitälteste Pay-Per-View der WWE. Wenn sie da nicht was raushauen, dann weiß ich auch nicht. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich lasse unserem Tippspieldebütanten das letzte Wort hier. Allen, die Bock auf die Series haben, viel Spaß bei der Series. Allen, die keinen Bock auf die Series haben, aber das trotzdem irgendwie gucken, viel Erfolg, das durchzustehen. Wir hören uns in einer der nächsten Ausgaben wieder. Ich danke euch für euer Ohr und für eure Aufmerksamkeit und bis dann und ciao. Ja, liebes Mooniverse, ich sag zu guter Letzt auch viel Spaß irgendwie bei der Suse. Wir gucken es uns ja doch alle an und wir hören uns dann nächste Woche wieder oder ihr uns. Macht das Beste draus. Es ist die Survivor Series, es ist einer der Big Four. Auch wenn jetzt nicht so die tollen Vorzeichen sind, geht einfach mit nicht der hohen Erwartungshaltung ran. Dann wird vielleicht auch einigermaßen was Akzeptables rauskommen. In dem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Macht's gut, euer ML. Kannst du riechen, was The Rock hier kocht? Bier!